Oh, da gibt's ja eine Rakete im Hintergrund. Auf jeden Fall. Willkommen zum Sims 4 Stream, in dem ich mich selber baue und mal in der Wohnung. Ja, ich wollte es eigentlich morgen machen, aber ich habe heute Bock gehabt. Weil mir ist aufgefallen, ich muss noch für den nächsten. Okay, nicht den nächsten, aber ab übermorgen, die nächsten 3 Tage. Videos rendern, weil ich ja auf der PS5 Demon's Souls gespielt habe und da gab es öfter mal Verbindungsabbrüche. Besonders gegen Anfang irgendwie. Und jetzt muss ich noch 3 Videos zusammenschneiden einfach und rendern. Und deshalb dachte ich mir, nutze ich jetzt die Zeit und render neben dem PS5 Stream einfach. Ja. Ist halt, ne? Simpel. Gut. Ich würde sagen, ich habe keine Ahnung, also wenn ich Steuerungsprobleme habe, bitte seid gnädig mit mir. Anmeldedaten? Wait. Muss ich das machen? Die Sims 4, Alter. Ja. Okay, ich will einfach nur spielen, Leute. Hallo? Achso, das ist so dieses DLC-Ding hier, oder was? Ja, ciao. Optionen. Kann ich noch irgendwie... Spieloptionen. Musik. Ja. Können wir das gleich mal alles auf 70 stellen. Okay. Schon besser. Audio und Musik. What? Ja. Ach so. Okay. Egal, weiter geht's. Starten. Bist du neu bei The Sims 4? Ja, aber ich will das Tutorial eigentlich nicht spielen. Ich will einfach reinballern. Ich brauch keine Hilfe. Tschüss, Alter. Okay, Persönlichkeitstest. Oh Gott, okay. Von mir aus. Wie alt bin ich? Ich würde mich als doch jungen Erwachsenen noch sehen, glaube ich. Ich glaube, so ab 30 ist man in der Erwachsenensparte oder so. Keine Ahnung. Was ist bei meinem Familientreffen besonders wichtig? Ja, beim verrückten Onkel aus dem Weg gehen wahrscheinlich. Das Internet? Ja, irgendwie ist nichts so richtig, richtig passend. Das würde ich ja nehmen, wenn ich jetzt schon erfolgreicher Streamer wäre, aber naja. Das ist Bullshit und das hier, ja komm, nehme ich einfach das. Das mache ich in meiner Freizeit am liebsten. Ist ein bisschen weird, also ich würde natürlich das unterste nehmen, aber ich spiele auch oft mit Freunden, also ist das ja basically auch das oberste so irgendwie. Klar nicht face to face, aber trotzdem hänge ich ja so gesehen mit denen ab, wenn ich mit denen rede und nebenbei was spiele oder zusammen was spiele. Deshalb mache ich einfach das unterste mit in Bezug darauf, dass das oberste auch so ein bisschen mit reinspielt. Wie oft gehe ich ins Fitnessstudio? Das ist nichts für mich. In der Bar ist Open Mic Abend. Welche Bar, Digga? Ich gehe nicht in eine Bar. Neue Frage. Bei gesellschaftlichen Ereignissen. Okay. Bin ich im Mittelpunkt der Party, bringe ich meine Gitarre mit, provoziere ich gerne Schlägereien? Nichts davon. Nochmal. Was mache ich nach einem langen Arbeitstag als erstes? Nach einem langen Arbeitstag. Ja, ich würde sagen essen, weil da hat man bestimmt Hunger, ne? Was ist mein liebster Zeitvertreib? Okay. Also von den Dingen hier lesen? Ja, aber... Ja gut, nehmen wir lesen. Ich habe eine seltene Kreatur entdeckt.
Da kommt es auch für mich drauf an, ob sie giftig ist, aber sonst würde ich sagen, ich mache ein Foto. Ja. Ja, doch ein Foto. Essen ist am besten, wenn es angebaut wurde, mit Haken, Schnur und Blinker gefangen wurde, von einem Koch zubereitet wurde. Von einem Koch zubereitet wurde. Die beste Musik. Mezzo. Au, shit. Das ist jetzt ultra tricky. Also ich finde alte Lieder richtig geil. So 80er, 90er finde ich mega. Das höre ich auch am meisten, aber ich höre halt auch viel J-Pop. Und das läuft nicht im Radio unbedingt, ne? Bei uns. Aber ich würde davon aus dem Radio nehmen. Ich war noch nie auf einem Konzert. Ich würde das auch gerne mal machen irgendwann. Aber irgendwie interessiert mich nicht wirklich ein Konzert so richtig. Also eher so die Lieder, die ich höre. Entweder machen die keine Konzerte mehr hier. Also entweder machen die keine Konzerte mehr. Sie sind nicht in Deutschland. Ja, das war es eigentlich. Deswegen, ich sag einfach aus dem Radio in Bezug auf alte Lieder, die im Radio laufen, halt immer wieder, die halt auch geil sind und so. Ah, Wofür spare ich denke so. Geld? Ja, sparen tue ich nicht so richtig, richtig. Nur so ganz kleines bisschen. Ich lebe eher im Moment. Ja, also Stand jetzt lebe ich eher im Moment. Also nehme ich das. Aha, Nerf-Show. Okay. Okay, also Karriere. Videospiele. Ach so, nee. Ach so. Wait, kann man das nicht ändern hier? Karriere Maler? But why? Das will ich nicht. Fähigkeit Fotografie und Videospiele ist ja super geil. Aber Maler? Ne. Alter. Weg. Wie mache ich das weg? Hilfe. Wie? Oh ja. Faul. Ey. Oh, die Steuerung ist ein bisschen. Starke Stimmung vom Fernsehen, die kann ich machen mit bequemen Möbeln. Aha. Ja, klingt nach mir. Gut. Meine Geschichte. Ich will das ändern. Hallo. Ich will kein Maler sein. Was ist das denn? Ach du Scheiß. Erstmal hier, ich bin ja nicht weiblich, so. Erstmal hier ändern. So. Oh shit. Alter, nee. Yazib, diese Scheißsprache. In Anführungszeichen. Wajini. Rainik. Frank. Omiva. Aha. Fanship Stellaney. Die sehen sich doch alle gleich an. Yishirao, Yishirao. Bernala. Yems. Nobi. Minarskal. Fenaya. Melvoy. Okay, irgendwo hier ungefähr. Omiva. Aha. Würde ich sagen. Fanship Stellaney. Yabosa. Oblish. Bernala Flo. Ich würde das hier vielleicht nehmen, oder? Rainik. Frank. Yishirao, Yishirao. Ja, komm, nehmen wir das. Was ist das denn? Yems. Nobi. Melodisch, trällernd, klar, warm? Was? Was heißt das? Yambala Sieg. Ach so, so Stimmlagen. Ah. Ich bin, glaube ich, eher brüchig. Klingt ein bisschen weird. Auf Sabak. Ja, das schon okay. Boah, Alter, ist das viel. Und das ist nur der Typ, ne? Was ist das? Geschlecht anpassen. Ne, das haben wir. Okay.
Das haben wir jetzt erstmal gemacht. Hallo, ich heiße. Ja, wie komme ich da hin? Gar nicht. Sim 1. Ich kann auch mehrere machen direkt. Nee, ich mache nur mich. Für den Stream zumindest. Ja, okay. Also, was ist das? Okay, random, nein. Scheiße. Spielen, nein, 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 boah. Wie? Okay, war Steuerung. Rückgängig L2 wiederholen, R2 bestätigen, X zurück, Kreis, wie immer. Okay, zack, zack. Okay, rückgängig wiederholen, das ist das Wichtige. L2 wiederholen, rückgängig wiederholen, R2, okay. Ja. Wie ändere ich denn jetzt? Okay, Vorname. Ganz klar Marco. Nachname braucht man nicht. Jesus. Oh Gott. Wie so ein. Ach du Scheiße. Also laufe ich morgens aus dem Bett zur Küche, auf jeden Fall. Okay, wir nehmen natürlich Standard. Holy shit. Ja, okay. Also hier können wir nichts mehr machen. Oder? Ne, warte, ich kann auch hier noch. Nee, das kann ich eben nicht machen. Das kann ich auch nicht verändern. Ich kann mir das nur angucken, okay. Wie ändere ich denn jetzt meinen Typ hier, Alter? Hallo? Ich komme jetzt schon nicht weiter. Wie ändere ich denn das Aussehen? Hä? Fuck. Ich habe ein Problem, wie. Ich komme hier nicht weiter. Warte mal. Pinnwand? Eine Bibliothek öffnen. Ist das. Was ist denn das? Alles. Okay. Das ist ja nicht wirklich das, was ich suche. Ich komme auch nicht auf ihn. Hallo? Ah, jetzt. Oh lol, mit dem Touchpad. Und jetzt? Ah ja, jetzt kann ich. Oh Gott sei Dank. Okay. Ich habe es herausgefunden. Boah, das wird jetzt anstrengend. Okay, warte mal. Boah. Okay. Körper. Jetzt geht's los. Hautfarben. Ja. Ich bin fucking hell. Warte mal. Okay, so hell auch nicht. Eher so. Ja, doch eher so. Ja. Das ist schon okay. Verschieben. Ja, wie? So. Hä, was ändert sich denn da? Ah. Ich würde sagen. So. Ja, so würde ich sagen. Ja. Ja gut, das war's. Oder was gibt's hier noch? Ne, Hautfarben alles. Ne, okay. Körper. Oh Junge, jetzt geht's los. Puh. Ich muss sagen, ich bin schon ein bisschen dick. Ich habe halt viel Fett im Oberschenkel so. Und im Bauch habe ich so eine kleine, also hab ich schon so eine kleine Kugel. Aber der Rest ist völlig normal. Also bin ich nicht das. Aber das bin ich eigentlich auch nicht, weil ich habe keine Man-Boobs.
Ich bin irgendwie das, nur ein bisschen weniger, aber das gibt's ja nicht so richtig. Dann bleib ich. Nehme ich den, oder? Schwierig. Ja, das ist schon ganz okay, schätze ich. So eine leichte, ja. Machen wir das mal. Das ist noch das eheste, was ich hier nehmen würde. Ja. Okay. Tattoos, nein, habe ich nicht. Was ist denn das da? Das links da. Ah, scheiße. Okay, Körper haben wir fertig erstmal. Wie komme ich denn da links? Ah ja. Was ist das? Oh, ach so. Ah. Breit und schwach. Ich würde aber beides so lassen, wie es war. Okay, Tops. Ach du Scheiße, jetzt muss ich ja irgendein Standardding anziehen, ne? Was ich so allgemein nehmen könnte. Ach du Scheiße, Alter. Ich hoffe, man hört mich gut. Ich glaube, der Ton ist ganz okay. Okay. Ach du Gott. Okay, T-Shirts. Also ich bin ja eigentlich jemand, der. Gehen wir jetzt mal vom Winter aus. Ich habe jetzt einen Pullover an und ich habe eine Jacke an. Oder eher. Ja doch. Machen wir Pullover und Jacke. Ja, doch. Wenn es hier sowas in der Art gibt, wie ich mir denke. Ansonsten nehmen wir ja T-Shirt. Okay, das ist alles nicht für uns. So. Okay, gibt schon mal nichts, das, was ich haben wollte. Gut. T-Shirts. Ich würde das hier nehmen, einfach symbolisch dafür. Ach du Scheiße, was ist denn das? Ach so, warte mal. Ah, es gibt so. Oh Gott im Himmel. Ich hab halt gern, hier, wie heißt das nochmal? Merchandise an von Sachen. Mit halt verschiedenen Bildern. Ich würde einfach das hier mal nehmen. Joa, ist ganz okay. Ich würde sagen. Meistens sind die. Oh. Ah ja, so sehen wir mal aus. Jetzt kann ich mich mal angucken hier. Ja, kann man lassen. Ist jetzt kein Weltuntergang. Wenn es nicht genau passt. Warte mal. Also ich würde gern das hier nehmen, nur halt in Schwarz. Outfit-Option. Nee. Scheiße. Okay, ey. Kann ich die Farbe überhaupt ändern? Okay, nochmal. Das Ding hier? Wir haben doch da unten so eine Farbpalette unter dem Bild. Wie komme ich denn da ran? So jetzt. Geht das nicht? Ich glaube nicht. Okay, egal. Dann gehen wir einfach mal hier raus und holen uns noch eine Jacke. Oder nee, warte mal. Ich habe eher. Die Filteroption ist eigentlich egal. Gib mir einfach irgendwas, Mann. Okay. Ich hab echt gerne Sweatshirts an, muss man sagen. Ich wusste gar nicht, dass sie so heißen. Ich dachte, das nennt man einfach Hoodies. Weil die halt Kapuzen haben. Also, ne? Okay. Die sind aber meistens schlicht, haben hinten ein Symbol. Ich habe jetzt zum Beispiel auch wirklich ein graues Sweatshirt. Da ist hinten so ein Bär drauf, der in dem Honigtopf gefallen ist. Das ist ganz süß. Ich nehme das hier.
Ah, jetzt kann ich Farben auswählen. Warum ging das denn beim anderen nicht? Okay, das waren dann nur die So, verschiedenen so. Varianten. Okay. Was ist meins? Meins ist eher grau, grau. Okay, grau. Ja, doch. Ist okay. Ist nicht genau das, aber ist im übertragenen Sinne schon korrekt. Okay. Ja, kann man so lassen. Damit haben wir Oberteile durch. Ich brauche nur die zwei. Okay. Jetzt, was ist das? Overalls, nein. Ja gut, das brauche ich ja alles hier nicht. Beinbekleidung. Ich habe meistens. Also wir gehen jetzt wieder von winterlicherer, also etwas kühlerer Temperatur aus, ne? Da ziehe ich draußen natürlich eine Jeans an. Ich habe eigentlich gar nichts anderes. Ich habe nur Jeans für draußen, wenn es kühler ist, und Shorts, wenn es wärmer ist. Also nehmen wir natürlich eine Jeans. Wieso ist da heißes Wetter? Bläh. Okay. Ist jetzt irgendwie nicht alles. Irgendwie. Es sieht so weiblich aus, diese Bilder. Ich habe blau und grau. Warte mal. Ich nehme mal blau einfach. Aber eher so dunkel. Es sieht ein bisschen komisch aus. Vor allem ist die nicht so eng, wie die hier aussieht. What the fuck? Gibt's doch irgendwie. Warte mal. Was ist denn bei Hosen? Sind einfach alle? Ja, ne? Sind einfach alle dabei. Die Hosen sind. Aber das ist aber das Gleiche, ne? So. Oder? Was ist das denn? Ne, das habe ich nicht. Oh Gott. Ja, eher das, ja. Ach, bleiben wir doch bei bei dem, ja. Ach so, nee, ich will schon eine Hose anhaben. warte mal. Scheiße. Jo, Yannick, was geht? Ich versuche mich gerade in Sims nachzubauen. Ist ein bisschen, also, natürlich gibt es nicht genau die Sachen, die ich anhabe und so. Oder wie ich sie anhätte. Weil meistens. Ja gut, ich habe jetzt gesagt, wir sind etwas kühlere Temperaturen. Dass du bei der Herzunterwäsche bleibst. Soll ich die Herzunterwäsche behalten? Okay, komm. Weil du es bist, mache ich das. Ist schon geil, muss ich schon sagen. Ey. Accessoires, natürlich kommt da noch die Brille drauf. Hä, hey, da ist doch ein Brillensymbol bei Accessoires. Wo sind denn jetzt die Brillen? Hä? Hallo? Socken. Ey, dieser Filter macht mich fertig. Wo ist denn jetzt schon wieder warmes Wetter? Ich will das nicht haben, dieser scheiß Filter da. Hallo? Dieses heiße Wetter? Warum denn heiß? Gib mir kalt. Wo ist das? Wieso geht's hier? Warum gibt's hier keinen Filter? Okay. Ich kann es nicht öffnen. Hoho. Jetzt gehen wir doch noch mal hier rein. Komm. Und jetzt? Hier ist das nicht. Warum ist denn hier heißes Wetter? Und ich kann es auch nicht ändern. Oh ne, doch, da. Ah, ich musste mit R1 und L1. Okay, jetzt habe ich's. Hä, warum habe ich denn jetzt auf einmal. Ey, jetzt wollte jetzt was anderes an. Ich wollte doch nur die Socken ändern. Was soll die Scheiße? Was habe ich denn so für Socken? Ich habe eher so kurz, so kürzer. Ich habe nicht so fucking Wadensocken, habe ich nicht.
Ich habe auch sehr schlichte Socken, muss man sagen. Ich habe eher so schwarz, aber. Schwarz und grau. Und sehen die alle so komisch aus? Ich nehme einfach die in grau jetzt. Oder nee, schwarz. Ich habe eher schwarze Socken. So. Okay. Freunde, jetzt nochmal. Warum habe ich denn jetzt. Fuck. Ey. Okay, pass auf. Es gibt anscheinend für. Ich kann heißes Wetter und kaltes Wetter allgemein einstellen für alles. Okay. Dann habe ich aber keine Socken. Was ist das denn für eine Scheiße? Ich habe doch im Sommer auch Socken an. Nur halt dünne. What the fuck? Okay, ich check's nicht ganz, warum das so komisch ist. Mein Gott, Alter. Dann. Was machen wir dann? Ich hab halt. Ich will halt Socken anziehen, verdammte Scheiße. Und ich kann das nur mit kalt, oder was? Das ist so dumm. Jetzt nochmal gucken. Ja, das geht bei heißem Wetter nicht. Lol. Oder geht das bei Schuhen vielleicht? Hier? Schuhe? So, pass auf, wenn ich jetzt hier zum Beispiel nehme. Einfach nur mal kurz, um zu gucken. Alter Schwede, ich hab. Okay, pass auf, flache Schuhe. Ich hab ein paar flache Schuhe. Warum geht das denn? Hä? Warum habe ich keine flachen Schuhe im heißen Wetter? Ihr wollt mich doch für alle verarschen. Raus! Hoho! Es gibt keine flachen Schuhe für Männer. What? Was ist für eine Scheiße, Alter? Okay, es gibt. Okay, das mal neben flache Schuhe. Okay, ich habe was anderes im Sinn gehabt. Halbschuhe vielleicht. Ja, genau, Halbschuhe wollte ich haben. Okay. Was habe ich da liegen? Ich habe einfach so Reinschlüpfschuhe ohne Bändel und Shit. Gibt's das hier? Ja, genau sowas hier. Sowas habe ich. Oder? Eher das da? Nee, schon eher. Ist eigentlich genau dasselbe. Warte mal. Eher so. Und dann auch eher. Ja. So, jetzt habe ich. Ach komm, mach mal. Dann machen wir halt keine fucking Socken, ist mir auch egal. Ich ballte jetzt mein Zeug an hier. Muss ich kurz wieder die Unterhose reinknallen? Mach den Scheißfilter raus, Alter. So. Die hier. Okay. Jetzt. Accessoires. Wo sind die Brillen? Warum gibt's hier keine Brillen? Alter. Wollt ihr mir erzählen, dass es keine Brillen gibt im fucking Hauptspiel? Ihr wollt mich doch verarschen. Das kann doch nicht sein. Wie soll ich denn mich bauen, wenn es keine Brillen gibt? Hier gibt es nur Sachen zum Anziehen. Aber keine Brille. Accessoires, da ist sogar eine Brille drauf. Es geht einfach nicht. Ich kann keine Brille haben. Es ist nicht möglich. Okay. Vielleicht, wenn ich jetzt von der Hand zum Gesicht gehe. Es gibt vielleicht andere Optionsmenüs. Kann ich mich jetzt ändern irgendwie? Augen? Aha, pass mal auf. Okay, ich will jetzt erstmal eine Brille haben, verdammte Scheiße. Aha, jetzt sind wir im richtigen Dampfer hier. Okay, guck mal, wie das aussieht. Ich habe nicht so dicke Ränder, oder? Nee. Aber meine Brille ist schon. Ist nicht so groß. Okay, pass mal auf. Okay, das wir jetzt haben, ist schon das am meisten passt von allen.
ist auch schwarz. Oder? Ich weiß selber nicht. Warte mal. Ja, ist schwarz. Okay. Ja, passt schon. Die Brille ist okay. Ich muss kurz meine Brille putzen, jetzt da ich sie sehe. Wartet mal kurz. Die Haare sind schon ganz okay, aber ich gucke natürlich gleich mal, was wir sonst noch haben. Also die Haare sind halt eigentlich nicht so richtig meins, so eher von der Richtung her. Okay, Brille ist okay, können wir machen. So. Make-up habe ich nicht, Hüte habe ich. Ich habe selten eine Kappe an. Ich habe eine Kappe von Rocket Beans. Selten an. Wir sind nicht im Winter unterwegs, deshalb nehme ich jetzt keine Mütze. Ich habe immer eine Mütze auf, wenn es draußen kalt ist. Gesichtsbehaarung existiert nicht. Zumindest nicht so, wie ich möchte. Alle Anzeigen, komm, zeig mal. Ich habe einfach gar nichts. Ah ne, das ist nicht nichts. Ne, ja, das ist nichts. Genau. Okay, ja, das ist am realistischsten. Haare, jetzt geht's los. Mittel, erstmal Mittel gucken. Ist nicht so wirklich das dabei. Kurz. Okay, ja, nicht perfekt, aber es gibt so eine Art Mittelweg, den ich hier gehen kann, glaube ich. Okay. Okay, pass auf. Ich habe im Grunde sowas Ähnliches. Aber nee, warte mal, das ist ja. Nee. Ah, nee, eigentlich nicht. Nee, doch nicht. Nicht so richtig. Ich habe eher. Das ist auch nicht wirklich korrekt. Also schon eher, ja, also. Aber ich habe die halt so hoch nach links hoch, so ein bisschen. Ich glaube, wenn ich was nehmen müsste, dann das, oder? Eigentlich auch nicht. Eigentlich auch nicht. Ich habe nicht dieses. Ich habe oben was und sonst nur kahl fast. Ich habe schon 18 mm seitlich und hinten. Also, das ist nicht so kurz, wie es hier, glaube ich, aussieht. Ich tu mal so. Aber ansonsten. Boah. Das ist halt nur umgedreht, oder? So ein bisschen. Ja. Das schon, kommt schon eher hin, ist ein bisschen länger, aber halt falsche Richtung. Obwohl, wenn ich so. Ne, warte mal. Das ist ja richtig rum. Ich bin ja. Wenn ich so stehe, ist das ja links. Und das geht nach links. Das ist ja schon richtig dann rum, ja, stimmt. Stimmt, ich muss mich ja andersrum denken. Ja, genau. Also nehme ich das. Die Frisur nehme ich mal. Ja. Ist nicht 1 zu 1, aber kommt schon am ehesten hin. So, So. die Farbe. Schwierig. Ich würde sagen, das ist eigentlich schon ganz gut so. Ja. Ich weiß nicht, ey. Bin ich vielleicht doch eher das? Nee, okay, das bin ich nicht. Nee, nee, nee. Nee. Das ist auch nicht so. Ich nehme einfach das. Okay, lassen wir es mal so. So. Gesicht. Gesichter, Hautdetails. Zähne. Was kann man denn hier machen? Ich habe halt normale Zähne so. Okay, die Augen, bitte.
Nee, ich wollte eigentlich die Augen. Warte. Oh! Nee, nicht die Brille. Die Augen. So, jetzt. Boah, das muss ich jetzt mal kurz ein Bild von mir selber angucken. Das ist ein bisschen schwierig. Die Augen, Alter. Okay, ich habe ein Bild von mir offen. Oh, Junge, Alter. Okay. Jetzt, wo ich die Frisur sehe, passt sie doch nicht wirklich. Aber es gibt halt keine bessere, die ich nehmen kann. Im übertragenen Sinne ist das schon gut. Okay. So, die Augen. Oh Gott. Okay, pass mal auf. Die sind so. Nee, so klein irgendwie nicht. Nee. Er ist ja noch kleiner. Warte mal. Obwohl, im Verhältnis zu der Brille selbst passt das schon, aber nee, irgendwie nicht wirklich. Was ist mit dir? Hä? Ach so. Hier nur die Augenlider. Ja, die können von mir aus so bleiben. Okay, warte mal. Okay, das ist vielleicht ein besseres Bild. Okay, also. Meine Augen sind eher oben und nicht unten wie der. Okay, pass auf. Das heißt, wir nehmen. Oh Junge, okay, das ist alles Kacke. Ich gehe mal ganz von oben. Okay, also wir starten mal so. Okay, es nervt mich. Ich muss direkt mal die Augenfarbe ändern. Sorry, Alter. Blau-grau, bitte. Ne, das ist irgendwie nicht blau-grau. Ändert sich ja fast gar nichts. Das ist zu grau. Hallo? Gibt's noch blau-grau? Bitte? Nee? Was ist für eine Scheiße? Sag mal. Ich kann nur diese komischen Standardfarben nehmen. Okay, pass mal auf. Das ist grau, das ist blau, das ist irgendwie auch blau. Nur mehr. Ah, das ist irgendwie blauer als das. Ich nehme das jetzt einfach. So richtiges Blau-Grau gibt es anscheinend nicht. Okay. Da warte mal. Habe ich blau-grau überhaupt? Warte mal. Auf einem Bild sieht das aus, als hätte ich. Irgendwie so. Also, ich habe offiziell blau-grau, aber manchmal denke ich mir. Da ist noch so eine Spur grün dabei. Wahrscheinlich, weil meine Mutter so grüne Augen hat, eher. Ich habe schon nice Augen. Okay, jetzt gehen wir mal weiter hier. Das ist irgendwie. Damit kann ich vielleicht leben. Nee, damit nicht. Was soll ich sagen? Ich hab eher so. Ja. Halt nicht so. Nee, das ist zu. Irgendwie zu. Sag mal, wieso sehen die alle so komisch aus? Liegt das an dem Gesicht an sich oder an den Augen, dass die alle so seltsam aussehen? Oh! Das sieht doch eher aus wie mein Blick. Ey, das nehme ich, das ist geil. Das sieht schon aus wie ich. Also so vom Blick her an sich. So Standard. Der Standardblick. Ja, das ist eher so meiner.
Ja, doch. Das Blau ist halt nervig. Ach, egal, ich bleibe jetzt hier. Ist mir auch egal. So, was hier, was kann man denn? Ach so, eine Nase natürlich. Ach du Scheiße, Alter. Oh, jetzt wird's. Okay, pass auf. Ich habe meine Nase voll im Bild. Ich sehe es. Also seitlich besser, aber ich habe kein seitliches. Ich mache mal kurz. Oder? Nee, ich komm. Ich weiß, wie das aussieht. So. Das ist natürlich nicht sehr hilfreich, wenn das leuchtet auch noch. Okay, pass mal auf. Ja, eher nach oben. So ein bisschen. So wie. Ja, nicht so wie jetzt. Warte mal. Ist das schon gut so? Kann ich das irgendwie. Ja, das ist schon so meine Nase eigentlich. Relativ gerade. So ein bisschen, ja, nach oben, so ein Stückchen, so wie jetzt. Ja. Passt eigentlich. Sorry. Uiuiui, das Gerede über Nasen hat mich ein bisschen niesen lassen. Obwohl, ich glaube, ich muss die Nase doch nochmal überarbeiten. So, also nochmal kurz. Es ist schon ganz gut. Wenn ich nichts Besseres finde, dann bleibt das so. Ich habe das Gefühl, vielleicht. Ne, das ist ein bisschen groß. Boah, ist das groß, die Nase. Ist die groß, mein. Holy shit. Alter, das ist ein Zinken. Nee, das würde ich jetzt mir nicht antun. Ich habe nicht so einen riesen Zinken. Okay. Oh, ey. Ich habe auch keine breite Nase, eher eine sehr. Das ist irgendwie. Ich nehme doch lieber die einfach. Die oder die größere Version davon? Nee, schon die. Ich lasse die. Ja. Die ist okay. Okay, jetzt kann ich wieder auf Twitch gehen. So. Okay. Es sieht halt überhaupt nicht aus wie ich. Augenbrauen. Das sind auch sehr wichtig, natürlich. Das war falsch. Nee, doch nicht. Ich habe sehr schlichte Augenbrauen, muss man sagen. Vielleicht einfach nur auch, weil. Die halt so hell sind oder so. Ja, echt. Also. Die sind halt non fast non-existent. Aber da kommen wir wieder full circle. Mein Vater hat gar keine Augenbrauen. Also heute halt so, heutzutage. Aber ich weiß gar nicht mehr, ob der überhaupt jemals welche hatte. Ich kann mich gar nicht erinnern. Auf jeden Fall. Was geht hier ab? Ich brauche schlichte Augenbrauen. Und auch nur so ein. Oh, das ist scheiße. Das Bild hat Licht. Das macht es noch schwerer. Okay. Mal hier das Bild. Ja, das ist schon so, schon sehr leichte Augenbrauen. Ich hab. Ja, eher so. Ja. Ja. Vielleicht rundlicher eigentlich, aber. Aber sonst? Gibt's halt sonst nicht in der Art. Nee, es gibt nur. Ich würde die mal behalten, weil die halt. Also ich hab halt echt nur so leichte Augenbrauen, kann man nicht anders sagen. Und, es gibt halt nur die. So. Jetzt gucken wir mal die Farbe. Ist ja auch heller. Eher so blondmäßig ein bisschen. Also so teils. Ich weiß auch nicht, ist ein bisschen weird. Oh mein Gott, was nehme ich? Ich nehme einfach das hellbraun da. Oder was das ist.
Schwester? Oh, ist das schwierig. Warte mal, ich muss mich mal selber kurz in die Kamera nehmen. Boah. Okay. Handsome Mark. Ja, noch sind wir ja nicht ganz durch, ne? Also. Ja, ich lasse es mal. Ich lasse es mal so. So. Okay. Boah, die Ohren sind ja super schwierig. Wie soll ich das denn wissen? Wie meine Ohren aussehen. Okay. So, ich bin nicht jemand, der hat so ein Läppchen, das direkt so in das Gesicht reingeht. Ich habe eher schon so ein Läppchen, oder? An dem man so ein bisschen rumspielen kann. Okay, es ist einfach nur die. Wait. Nee, okay, das ist schon okay. Okay, die Ohren müssen wir nicht so wirklich bearbeiten. Die Lippen müssen wir aber bearbeiten, weil ich habe eher schmale Lippen, würde ich sagen. Ach du Scheiße, ey. Jetzt muss ich mir noch mal ein Bild angucken. Oh, ich wünschte, ich hätte einen Spiegel. Okay. Boah, sind da meine Lippen pink? Was geht denn da ab? Liegt ja im Licht wahrscheinlich. Ja, hier ist es besser. Okay, ohne Licht. Ich habe schon helle Lippen, Alter. Holy shit. Okay. Boah, das ist schon sehr schlicht. Okay, warte mal. Puh. Was mit dem? Ne, oh nee, Alter. I. Das ist halt zu viel schon. Ja. Gott, ey, das sieht so komisch aus. Weil das so leuchtet. Ich will nicht, dass das leuchtet. Ich habe schon dieses Zackending da. Ist nicht so, als hätte ich das nicht. Nur unten irgendwie nicht. Ich habe das nur oben. Okay. Ich muss mal kurz vergleichen. Kurz mal ohne Leuchten. Kann man lassen eigentlich? Oder? Oh. Bisschen zu breit. Ich habe echt einen kleinen Mund, irgendwie, muss man sagen. Oder halt kleine Lippen. Ich kann meinen Mund auch nicht so weit aufmachen. Also sehr beschränkt. Ich habe einen beschränkten Mund, irgendwie. Okay, pass mal auf. Das ist irgendwie zu breit. Das ist doch nicht so geil. Jesus Christ, ist das schwierig. Das ist ja gar nichts. Jesus. Boah, das sind richtige. Oh. Wie heißt das Pokémon nochmal? Rosalina? Nee, das war aus Mario. Rosalia, glaube ich, ne? Boah, Rosalia, Alter. Ich habe nicht so breite Lippen, Alter. Obwohl vielleicht im Verhältnis. Nee, auch nicht. Ich habe echt halt einen kleinen Mund, so. Irgendwie. Es ist irgendwie. Ich finde es zu breit. Ich kann es mir auch nur einbilden gerade, weil das so aussieht hier. Aber so an sich,
Aber irgendwie so ein, was ist das eigentlich hier? Dieses Stück Haut zwischen Nase und Mund. Das ist bei mir auch nicht so deutlich wie hier. Alter. Warum ist das überall so definiert? Bei mir ist das eigentlich fast nicht, also fast nicht sichtbar. Ich bleibe jetzt bei dem Mund. Der ist okay. Ey, lass mich mal los. Okay. Der ist okay. Oder? Ja. Bisschen. Oh Gott. Hör auf. Farbe? Geht nicht. Nee. Okay. Mund ist erstmal bereit. Oh, ich muss doch kurz ein Seitenfoto von mir machen wegen dem Kinn und so ein Shit. Habe ich mich Foto? Okay, ich habe ein Seitenprofilfoto. Man sieht scheiße aus von der Seite. Okay. Mein Kinn muss ein bisschen. Warte mal. Okay, meine Nase ist halt mega. Alter, ja doch, die ist falsch. Kann ich die irgendwie. Ah ja, da, Detailbearbeitung vielleicht. Wie komme ich denn da rüber? Hallo? Na! Okay. Wie komme ich denn zur Detailbearbeitung, Leute? Hilfe! Wie komme ich da rüber? Warte mal. Und jetzt? Das Ding da? Oh! Oh! Okay, nee, nicht größer. Höher! Meine Nasenspitze ist schon sehr zentral im Gesicht. So ein bisschen. Also höher halt einfach. Ist nicht so, als könnte man mir in die Nase gucken, aber. Also. Was für ein Haar hier, ey. Okay. Okay, ich kann das nicht so machen, wie ich dachte. Vielleicht hier dann? Oh Gott. Okay, pass auf. Nee, das ist nur. Ach du Scheiße. Nee. Ich glaube, ich kann das nicht machen, wie ich will. Dass die Nasenspitze höher ist. So ein bisschen. Nee, ich glaube nicht. Tragisch. Tragisch. Ich kann das nur größer machen. Ich will das nicht größer machen, Mann. Fuck. Okay, dann geht's halt nicht. Egal. Was wollte ich jetzt machen nochmal? Den Mund. Detailbearbeitung bei Mund. Okay. Wait. Galerie. Nee. Doch. So, das sieht irgendwie sehr platt aus, oder? Nee, jetzt. Ich muss den Mund ein bisschen. Depression Boy. Happy Boy. Ach du Scheiße, ist das creepy? Okay, nein. Bitte sehr neutral, danke. Holy shit. Das ist sehr hübsch. Nee, das ist noch zu glücklich. Okay. Zentral. Ja, das ist schon okay. Und das würde ich sagen, so. So ein bisschen. Ja. Kinn. Oh ja, jetzt geht's los. Okay. Mein Kinn ist nicht so wie seins. Oder? Das ist schon eigentlich ziemlich. Ziemlich passend sogar. Wenn ich ehrlich bin.
King Crimson hier unterwegs. Okay. Ja, so glaube ich. Es sieht halt überhaupt nicht aus wie ich so. Aber ich kann es nicht besser machen, Alter. Das ist dumm. Ist halt überhaupt nicht ich. Ja, was fehlt noch? Eigentlich nichts, oder? Gute Augenringe. Kann ich noch Augenringe machen? Oder? Geht das? Kann ich Augenringe machen, das ist die Frage. Vielleicht, wenn ich auf die Augen klicke und dann. Ne? Ne, Augenringe gibt's nicht, oder? Oder gibt's das hier? Ach, guck mal, hier sind eher. Aber ich habe doch schon die perfekten Augen jetzt. Oh nee. Die sind schon ganz gut. Sieht so komisch aus irgendwie. Diese Farbeinbindung, Alter. Ich lasse das jetzt einfach. Gibt's halt keine Augenringe. Ist mir auch egal. Gott, sieht der scheiße aus. Also ich meine damit eigentlich nicht, also ich eigentlich nicht wie ich. Haare, jetzt muss ich noch mal. Jetzt muss ich noch mal. Jetzt muss ich wirklich noch mal gucken. Es ist halt so ungefähr, aber halt nicht, eigentlich nicht. Das stört. Es gibt's halt einfach nicht, meine Frisur. Es hat, ich habe halt so eine scheiß Frisur, dass es sie gar nicht gibt. Nee. Ich hatte früher mal so in die Richtung, aber jetzt habe ich eher in die Richtung, aber halt auch nicht wirklich die. Ach ja, dann leck mich doch. So. Was fehlt noch? Ich hab nix. Oder? Vielleicht noch ein bisschen. Der Bauch? Kann ich das machen? Nee, ich meine den Körper. Den Körper selbst, bitte. Wie mache ich das? Wie blende ich denn meine Klamotten aus? Oder geht das nicht? Oh, Junge, ey. Das ist anstrengender, als ich dachte. Vor allem unbefriedigender. Ich glaube, bei der Wohnung habe ich mehr Erfolg als anstatt bei mir selber. Ich weiß halt. Ich sehe es halt nicht, ne? Kann ich mich nicht irgendwie. Kurz. Muss ich mich ausziehen? Das ist jetzt unser Sommeroutfit. Die Hosen habe ich nur wegen dir an, Janik. Die Unterhose. Obwohl, wenn wir jetzt doch Sommer sind. Oh Gott, der Cursor geht richtig ab. Oben und unten. Erstmal langsam, dann nimmt er Fahrt auf, aber links und rechts. Alter, ist er schnell. Okay. Holy shit, ich komme gar nicht klar. Vielleicht doch nochmal die Hose. Vielleicht doch nochmal, wenn wir jetzt sagen, wir sind im Sommer, dann nehmen wir vielleicht doch eine kurze Hose einfach. Ist ja natürlich nur wieder nichts dabei, dass ich habe. Also. Ihr wisst schon. Ja, heißes Wetter, ja. Ich hab halt nichts. Also. Ich hab halt keine Jeans. Ich will nur mal kurz gucken, wie das aussieht. Ja, so bin ich dann schon eher im Sommer unterwegs. Nur halt habe ich das, das Sweatshirt offen dann. Oder gar nicht erst an, am besten. Also sagen wir mal, es ist. Es ist zwar warm,
Aber hat auch, ach, keine Ahnung, ey, was weiß ich. Es warm genug für die Hose, aber kalt genug, damit ich das Ding zu hab. Was ist das hier? Ach so, nee, sowas habe ich nicht. Also wenn, also entweder nehme ich jetzt halt das hier. Oder ich sag einfach, ich hab eine Jeans an oder halt die Herzchenunterhose. Aber die Herzchenunterhose reißt mich ja noch mehr aus meiner Illusion raus, dass ich es nicht bin. Also lassen wir das einfach so, weil ich bin eh schon unzufrieden. Ja, es sieht halt. Also, das, was mich halt stört, sind die Haare. Aber sonst ist es einigermaßen okay. Einigermaßen. Man kann sich jetzt ja meine Streams angucken mit Cam, da sieht man es ja, wie ich es meine. Es ist halt akzeptabel. Irgendwie. Okay, let's go. Wir machen jetzt das Haus. Nachname muss ich eingeben, ach so. Ja, Roni heiße ich dann einfach mit Nachnamen. Marco Roni. So. Let's go. Haus bauen. Das wird gespeichert unter Margos Bude. Okay. Wieso sieht das so aus? Hä? Ich sehe doch gar nicht so aus. Ja, wenn, dann machen wir so ein bisschen. Nee. Nee, wo ist es denn jetzt? Ach Mann. Okay, das ist geil. Okay, scheißegal, los geht's. Wir bauen jetzt die Hütte. Das ist eigentlich der Hauptakt. Wo will ich wohnen? Wir wohnen in der Stadt, also nehmen wir die Stadt natürlich. 20.000, das ist ein bisschen wenig, oder? Scheiße, Mann. Ich weiß gar nicht, wie groß unser Grundstück ist, genau. Also die Wohnung halt, ne? Was ist denn das? Lama Lagoon. Ach, hier sind halt nur so irgendwie Orte, die cool sind oder was? Ich bin gleich wieder da. Ich frage kurz meinen Vater nach den genauen Metermaßen. Okay, er weiß die genauen Meter nicht. Er sagt nur 70 Quadratmeter. Ich dachte eigentlich 50, aber okay. Was? Ach du Scheiße, Alter. Quadratmeter, ne? Ja, jetzt ist die Frage, ne? Was ist es von denen? Ich hab,
Es gibt auch Cheats. Wie kann ich denn Geld cheaten? Ich brauche, glaube ich, mehr Geld auch. Muss das gleich mal googeln auch. Mein Gott. Ich habe halt keine Ahnung, was hier davon am ehesten passen würde. Ich bin zu dumm. Das ist halt alles eine Wohnung. Also, okay, ich kaufe ein Grundstück, okay. Heißt ja nicht, dass ich es ausfüllen muss. Stimmt eigentlich. Ich kann eigentlich auch irgendwas kaufen jetzt. Komm, ich kaufe einfach, weil es sich irgendwie gut anhört. Das hier. Optimistenausguck, oder? Ach, eine Ruhesichel. Ja, moin, die Ruhesichel holen wir uns. Oh ne, wir holen uns einfach das Geilste. Und jetzt gucke ich nach, wie. Okay, Sims 4, PS4, Cheats. Ich brauche Geld. So. Ja. Ich will Geld haben. Okay, PlayStation müsste ja R1 plus R2 plus L1 plus L2. Okay. Und jetzt? Wie ist der Code? Ne, das ist nicht Cheat. Geld, ja. Okay. Bezahlt eure Rechnung. Okay, ich habe jetzt doch die genauen Maße erfahren. Also so ungefähr, denkt er. 7 mal 10. Okay. Was ist hier los? Audio Output, Selected Device not found. Bei meinem Dings hier, bei meinem Rendern. Was heißt das denn? Audio Output. Wait, what? Der ist ja mittendrin stehen geblieben einfach. Verstehe ich nicht. Auf. Wait, vielleicht muss ich das. Ich bin, glaube ich, zu dumm einfach. Ich muss das, glaube ich, zusammenfügen, oder? Ach scheiße, jetzt wollte ich das nebenbei laufen lassen. Jetzt habe ich das auch noch hier. Ja, ist okay. Wie verbinde ich das in diesem scheiß Programm? Ich habe das nur einmal bisher gemacht, vor ein paar Monaten. Ah, edit. Ganz schnell. Ich will das jetzt ganz schnell hier machen. So, pass auf. Ich nehme das jetzt alles hier. Drück Rechtsklick. Jetzt steht hier hoffentlich irgendwie. Scheiße. Hier steht nichts von wegen. Wie in Camtasia, wie heißt das nochmal? Einfach so ver. Audio Output. Ja, halt die Fresse. Das Video existiert auf meinem PC. Das habe ich immer noch. Hier alle, da sind alle. Ciao. Ach, Kacke. Link.
Ey, Audio-Output, halt doch deine Fresse jetzt! Trim. Ach komm, ich kann das jetzt nicht machen. Scheiße. Also auf jeden Fall. Ach ja, der Code. Okay, klein geschrieben. Mother. Lude. Lude. Wie kann ich ausgefüllt werden? Willst du mich verarschen? Hä? Der will mich kecken. Ich kann das nicht machen. Warum? Muss ich erst ein Grundstück aussuchen? Okay, wir haben echt eine kleine Scheißbude. 7 mal 10. Heißt eigentlich, ich kann so ein ganz kleines nehmen. Ja. Nimm ich jetzt einfach. Hier, ganz hinten. Am Arsch der Welt. Passt auch ein bisschen, weil wir sind eh neben Bäumen und einem Wald. Da kann ich das eigentlich nehmen, ja. Vielleicht passt ja das Geld sogar. 1500? Ja. Jetzt spammt er mich hier zu mit dem Audio-Output. Scheiße. Leck mich doch im OS. Ja, ich will bauen. Ich will nicht diesen Spacken steuern hier. Ich will einfach nur das Haus bauen, Alter. Pause! So. Ist mir egal, ob der Hunger hat. Geh weg! Wie gehe ich jetzt? Nee, wie zoome ich denn? Ah, okay. Oh, jetzt wird's aber, jetzt wird's schwierig, glaube ich. Wie baue ich? Warum ist das hier? Baumodus. Jetzt geht's los. Okay. Okay, let's go. Bauen. Ja. Oh Gott. Wände und leere Zimmer. Wir brauchen erstmal eine Tür. Okay, wir tun jetzt so, als gäbe es das Gebäude an sich nicht und das Stockwerk, in dem wir wohnen, ist auch einfach im Erdgeschoss und wir sind jetzt einfach in einem sehr kleinen Haus. Tun wir mal so, als wären wir in einem sehr kleinen Haus. Okay. Heißt, wir kommen hier rein. Wir brauchen eine Tür. So. Okay, so noch mittlere Tür. Okay, doch nicht anscheinend. Doch eine kurze, wie es aussieht. Eine Holztür. Doch nicht. Was sind das denn für scheiß Türen? Ja, pure Holztür. Sieht gut aus. Let's go. Auch in der Farbe eigentlich. Ja. Shit. Wie drehe ich? Objekt drehen. Okay. Also, okay. Hier ist ja so gesehen unser Eingang. Heißt, wir kommen von hier rein. Warte mal. Das ist so gesehen die Mitte. Nicht ganz. Ein bisschen weiter rechts. Also. So, hier. Wo geht das nicht? Platzieren. Oh Gott, ey. Ich komme mit der Steuerung nicht klar. Es ist so fummelig. So. Muss auf einer Wand platziert werden. Ja, okay. Erstmal eine Wand anscheinend. Muss ich mir holen. Danke. Dass mir das keiner sagt. Wände und leere Zimmer.
Boah, Junge, ey. Okay. Ach du Scheiße, ey. Das wird so ein Fummelarbeit. Wände und leere Zimmer. Ja, stimmt, die Wohnung ist echt nicht so groß, wenn man. Okay, man kommt rein. Dann geht das so. Einfach nur. Ist einfach nur ein Quadrat. Im Grunde. Ist halt eine Wohnung. Okay, man kommt hier. Also, man kommt so hier rein, circa. Okay. Ich mach mal so. Okay, warte mal. Fange ich doch gleich hier an. Mache ich einfach so. Ich baue einfach mal so, wie es jetzt. Was heißt denn außerhalb des Grundstücks? Ich bin im Grundstück, du Trottel. So. Einfach mal jetzt die Base hier errichten. Okay. So, dann trennen wir gleich mal den Rest ab mit Wänden, damit wir das erledigt haben. Jetzt teile ich mal die Räume ein. Oh, das aber. Das ist ja. Muss ich da nicht übel kleinlich arbeiten, wenn ich das so klein auch baue jetzt? Das ist ja brutal. Ja gut, es gibt eh nicht alles, was ich hier habe. Also. Mal gucken, wie es läuft. Ich hoffe, ich habe jetzt keinen Fehler gemacht, indem ich eine realistische Größe genommen habe. Also. Okay, nee, ich brauche kurz die Eingangstür als Referenz, wo ich dann die Wände baue. Was haben wir gesagt? Die hier. So, Mitte, also wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Okay, das ist scheiße. Dann gehen wir. 6, ja. Da kommt die Eingangstür hin. So, jetzt bauen wir die restlichen Wände. Let's go. Okay, man kommt rein, hat direkt eine Tür rechts. Also basically ist hier ein Gang. Und hier ist das Bad. So, das Bad. Ist im Grunde so. Dann noch die Toilette mit. Das war so, glaube ich, ja. Das ist, glaube ich, schon ganz okay. So. Und dann noch die Wand. So. Ja. Das dauert ewig. Sieht irgendwie so fucking dünn aus, wenn ich es jetzt so sehe. Nee, ich habe Scheiße gebaut. Oh, zurück. Nein, nicht suchen. Ah, oh, nein. Oh, das muss am PC so viel einfacher sein. Wie kann ich denn Sachen löschen? Nee. Scheiße. Wie lösche ich? Okay, gut. Puh.
muss noch mal ansetzen. Ich habe das ein bisschen zu knapp gesetzt. Nee. So. Ich fange direkt hier an. Ja, das ist. Also. Ja, doch. Also, eigentlich würde ich gerne in der Mitte von diesem Kästchen das setzen. Also, so hier halt, in diesem Mittelstrich. Aber da das nicht geht, ich frage mich, warum die überhaupt da sind. Dann. Hätte mir vielleicht doch keinen Gefallen getan, das so eng zu machen, alles. Nee, das ist auf jeden Fall nicht so geil. Kann ich nochmal ein neues Grundstück haben? Ich will das doch nicht. Ach, Mann. Wieso kann ich denn nicht hier setzen? Was ist denn. Geht das, wenn ich so diese Halbwände aussuche? Halbwände? Geht das da? Aber was ist denn eine Halbwand, bitte? Ich will das nicht. Nee, das ist Kacke. Halbwand leisten. Okay, wir setzen es einfach jetzt an. Ist mir jetzt auch egal. So. So, dann. Würde ich sagen. So. Dass wir jetzt hier zwei Reihen frei haben. Ja, das ist schon ein bisschen besser. So. War eigentlich voll unnötig. Dann. So, das ist ein Raum. Bisschen lang, oder? Obwohl, ne, geht eigentlich. Ich mache jetzt einfach mal hier eine Trennwand rein. Passt, glaube ich. So. Obwohl. Also, wenn ich meine Tür öffne, bin ich gegenüber von der Tür. Und die Tür würde ich jetzt in die Mitte setzen. Aber warte mal. Also die Küche ist nach der Toilette. Ist auch relativ groß. Ist auch das Esszimmer. Aber dann ist das Wohnzimmer gegenüber. Er fängt ja nicht auf der gleichen Höhe an. Das heißt. Das heißt. Im Grunde ist ab hier eine Wand. Ja, der Gang ist nur eine Fläche, ja. Dann wäre hier eine Wand. So, dann wäre das hier mein Zimmer. Ja, doch relativ mittig. Ich habe ein kleines Zimmer, das heißt, das war's schon. Oder mache ich noch eins? Warte mal. 1, 2, 3, 4, 5 wären das und das wäre nochmal 5. Nee, das ist unverhältnismäßig. So, das ist mein Zimmer hier. Das kleine Kabuff. Das ist das Schlafzimmer. Heißt, hier ist eine Tür. Jetzt macht auch keinen Sinn. Warte mal. Das muss ja auch anecken. Weil das ja, weil der Gang ja eigentlich nur. Also ist halt nur die. Ist eigentlich nicht nur die Tür. Eigentlich ist das schon richtig. Sieht ein bisschen komisch aus, weil eigentlich ist die Tür in der Mitte des Gangs. Es ist schon okay von den Maßen her, nur irgendwie sieht das weird aus, weil die Tür halt jetzt in der einen Ecke hockt, aber naja, machen wir halt so. Heißt, das hier ist die Küche. Und hier ist, also das, hier ist die Küche, hier ist das Wohnzimmer. Und dann ist hier nochmal der Balkon.
Sieht ein bisschen länger aus, als es eigentlich ist. Hier ist nochmal so eine kleine Abstellkammer. Das ist ein also das passt nicht perfekt hier von den Maßen, fällt mir gerade auf, hier vom Bad zum Balkon. Aber es ist okay. Genau, dann haben wir jetzt schon mal alle Räume. Okay. Jetzt baue ich die Türen ein. So, wir haben alle so eine kackhässliche Tür. Ne, eigentlich noch hässlicher als die. Hier, genau. Warte mal. Haben wir das oder das? Ne, wir haben echt so eine fucking schlichte Tür mit Paneelen überall. Auch weiß, genau. So. Die Musik ist ganz nice. Okay. Kurz das Verhältnis. Also wenn ich sage, hier ist die Toilette, ist auch ein bisschen groß. Aber okay. Warte, drehen war Dreieck, ne? Dann so. Meine Tür ist dann hier. Ja, so ganz leicht versetzt. Oder mache ich es direkt gegenüber? Warte mal. Eigentlich ist meine Tür rechts im Raum. Das macht überhaupt keinen Sinn, wenn ich die weiter links setze. Ich mache die jetzt hier hin. Ja, eigentlich ist die. Nee, eigentlich ist die Tür ganz rechts in meinem Zimmer. Das macht auch keinen Sinn. Kann ich die löschen? Jetzt muss ich wieder hier raus. So. Oder zumindest weiß ich nicht, wie es sonst geht. Ah, hier ist Küche, okay. Okay, meine Tür muss ganz nach rechts. Das ist unlogisch sonst. Weil die halt auch ganz rechts einfach ist. So. Zack. Sprich. Ja, die Toilette muss ich nochmal. Ich muss das nochmal überarbeiten kurz. Da habe ich eins zu lang gemacht. Hier eine Reihe zu lang. Das geht nicht. Jetzt muss ich halt herausfinden, wie ich Sachen lösche und nicht einfach nur rückgängig machen. Wie lösche ich Dinge? Wie lösche ich Dinge? Kann ich irgendwie. Oh, lol. Oh, lol. Kann ich das irgendwie. Nein. Ist auch cool und so, aber. Schnellpipette-Tool. Was ist denn das jetzt? Ach, so kann ich Gitternetze ein- und ausstellen. Okay, das machen wir ja gegen Ende. Aha, guck mal da oben. Forscherkammer? Planieren. Nein. Oh Gott. Forscherkammer, würde ich sagen, ist das. Okay, das kommt weg. Und das. Also eigentlich. Das auch. Das muss alles eins enger. So, und das hier noch. Das dauert ewig, ich sag's euch. Scheiße. Ja. Ja. So, und jetzt kann ich wieder einfach die Wand schließen. Nur halt eins enger. So. Und die Tür auch umsetzen. So, jetzt kommt die Wand. Die Toilette ist sehr, sehr klein. War eigentlich mal Teil des Badezimmers, aber wir haben eine Wand dazwischen gemacht, damit man halt auch auf die Toilette kann, wenn einer gerade duscht oder badet oder so, dass man sich nicht gegenseitig stört. Das war so die Idee. Okay, das heißt. Ja, eigentlich ist die Toilette halt. Eigentlich muss ich es noch kleiner machen. Eigentlich muss ich es nur reich machen. Ja, ist halt einfach legit so. Nee, ich muss hier wieder raus.
Es ist halt einfach, ich muss es halt wahrheitsgetreu machen. Also muss das hier einfach weg. So. Und dann ist hier die Tür. Das passt auch besser, ja, stimmt. Gut. Nochmal. Erstmal die Wand muss ich setzen. Das dauert ewig, Leute. Ich sag's euch. Und jetzt ist hier die Tür. Warte mal. Ich muss da, glaube ich, eine Wand setzen und dann die Tür, oder? So war das doch. Alter. Okay. So, jetzt kommt die Tür. Und zwar so rum. So. Toilette ist fertig. Ja, jetzt sieht das auch schon viel besser aus. Warte, warum ist das jetzt eigentlich wieder... Warum ist das jetzt hier Rasen? Was ist denn hier eigentlich passiert gerade? Habe ich zu viel ab... Ich habe zu viel abgerissen, oder? Scheiße. Fuck. Das heißt ja, ich brauche Boden, oder? Fundament. Oh, das ist jetzt schwierig. Warte mal. Ist das dasselbe, was ich gerade bedenke? Nee, ist das Färben? Scheiße, ich weiß nicht, wie ich das wegmache da. Das ist Boden, aber wie mache ich Boden? Ist das Bodenmuster? Okay, ach so, auch nicht schlecht. Holz, ja. Holz ist hier auf jeden Fall dick vertreten und zwar. Naja, ja, doch. Eigentlich, ja, doch, doch, Kastanienboden. So, mein Zimmer hat das komplett. Das Schlafzimmer auch. Mein, sind wir da nicht reingehen können, sagst du? Das doch, hä? Das ist doch ausreichend, oder? Alte Toilette ist halt super klein. Was soll ich denn machen? Ich will ja auch nicht mit dem spielen. Also nicht geplant. Ich will ja nur das nachbauen einfach. Ich glaube, hier mache ich einfach nur die Bude. So, macht damit halt dann nichts mehr. Und irgendwann, ich spiele halt selber. Privat. Glaube ich, dann mit euch allen, wenn ich euch danach baue, was halt auch 1 Milliarde Jahre dauern wird und ich eine riesige WG baue. Das mache ich dann offstream, aber ich baue jetzt hier nur einfach die Bude nach. Es hat eigentlich keinen Sinn und Zweck. Ich mach's einfach. Jetzt muss ich mal kurz überlegen. Also, ich habe jetzt das verlegt in mein Zimmer. Okay, Wohnzimmer hat das auch. Sehr, so. Zack. Man sieht halt auch nichts, das ist voll dunkel. Oh shit, Küche hat nicht den Boden. Nee, nee, Küche hat eigenen Boden. Und Bad auch und Toilette auch. Die haben so klassische Fliesen. Fliesen sind doch am Boden, oder? Oder sind das die Wand? Ist das an der Wand? Ich weiß gerade nicht mehr. Ja gut, und der Gang ist natürlich auch so. Der Gang geht bis hier. So. Ach, hier, was habe ich denn? Was ist denn das Blaue? Was ist denn das? Das ist doch Stein oder was ist das? Fliese? Ah ja, Fliese kann ich jetzt mal. Ah ja! Guck mal, Ole. Was hab. Scheiße, wir haben nichts davon. Also schon. Also, ich würde eher das hier nehmen, nur in einer anderen Farbe. Eher so weiß, ja, wer weiß. Das sieht halt aus wie blau. Ich habe halt weiß genommen eigentlich. Wahrscheinlich wegen der Lichteinwirkung. Okay, das heißt hier noch. So.
Okay. Halt nur nicht so viele Vierecke, wir haben eigentlich größere. Aber gut. Teppich. Haben wir einen Teppich? Nee, wir haben gar keinen Teppich. Holz, Stein, Mauerwerk. Mauerwerk? Für die Wand wahrscheinlich. Draußen Metall, Stein, Holz. Also ich bin mir selber nicht sicher, was da hinten in dieser Abstellkammer ist, so für Boden. Ich hätte jetzt einfach das hier genommen. Ich weiß es auch nicht. Ich gucke da so selten rein und ich gucke auch nicht auf den Boden. Scheiße, was ist denn der Balkon nochmal? Was hat der nochmal für Boden? Der hat doch. Scheiße, ich bin so dumm. Oh, was hat das für Boden, der Balkon? So Holzlaminat-Scheiß hat das nicht. Das hat irgendwie. Aber auch nicht so Fliesen. Was hat denn der. Ey. Ich komme hier rüber wie der letzte Depp. Ah doch, das hat doch. Ja doch, das hat auch so einen Holzboden. Nur irgendwie fühlt sich das ein bisschen anders an. Ich nehme jetzt einfach. Ich nehme jetzt einfach das. Oder? Nee. Ich weiß es doch auch nicht mehr. Mann, ich bin zu doof. Was ist denn das, Alter? Ich will jetzt auch nicht extra gucken. So. Ich nehme jetzt einfach mal, was das ich denke, das passt. Logischerweise. Ich glaube. Ich nehme einfach das. Das würde auch. Ey, das sieht einfach so unfassbar hässlich aus, alles jetzt. Gott. Okay. Okay, die Böden haben wir jetzt erstmal erledigt. Erstmal erledigt, okay. Wir bauen jetzt Wände. Noch ein paar habe ich jetzt hier vergessen, natürlich noch nachzubringen. So. Ach, jetzt ist wieder dunkel. Ah. Und hier ist halt auch dicht. Also eine Tür natürlich kommt jetzt. Jetzt kommen die Türen, alle Türen. Erstmal die hässlichen Türen. Nein, 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 nein. Ja. So. Also wie gesagt, eigentlich ist das. Also auf einer Ebene der Bereich. Also irgendwie ist die Tür halt in der Mitte, deshalb muss ich das jetzt anpassen an die Tür, die da am Eingangsbereich steht. Heißt, ich muss das jetzt hier platzieren. So. Sieht ein bisschen weird aus, aber okay. So, dann ist hier die Tür ins Wohnzimmer und im Schlafzimmer ist die hier. Ne, die ist weiter. Die ist hier. Ne. Hier so. Da. Okay, nur noch eine Tür fehlt. Obwohl, naja, eigentlich zwei. So Glastüren brauche ich jetzt. Glas. Aber nicht so. Ich brauche halt eine ganz schlichte Glastür einfach. Gibt's das nicht oder was? Nee, eigentlich. Nee. Ich brauche halt eine Tür aus Glas. Also. Mit Griff und so ein Shit, natürlich. Gib es nicht. Ihr wollt mich doch verarschen, Alter. Okay, dann nehmen wir halt eine andere Tür. Dann nehmen wir halt die. Die sieht aus, als hätte sie ein Glas in der Mitte, zumindest.
was Besseres habe ich halt einfach nicht. Kurze Türen. Obwohl hier gläserner Blick. Das soll wohl eine Glastür sein. Sieht ein bisschen komisch aus. Obwohl, wenn ich die Farbe ändere auf auch weiß. Ja, eher so. Das geht schon, ja, komm. Machen wir. So, das ist zum Balkon. Dann gibt es hier noch einen Balkon eigentlich. Aber halt so ein kleiner. Wir sind ja im ersten Stock. Da kann man sich halt so knapp zu zweit maximal hinsetzen und dann, ja. Ist das genau gegenüber? Oder war das ein bisschen versetzt? Ich glaube, das war hier ungefähr. Ja, ist hier, meine ich. So, da ist halt noch der Balkon. Denken wir uns jetzt einfach mal dazu. Okay, ich habe zwei Türen vergessen, natürlich. Zum einen die Badezimmertür. Logisch. Die ist direkt hier. Und dann noch die komische Abstellkammertür. Das ist so eine richtig ranzige Tür. Gibt es überhaupt so was Ranziges? Ist nicht mal eine Tür, ist einfach nur so eine Art Holzbrett, wo man so Nagel umdreht, damit das aufgeht einfach. So eine Halterung einfach. Das gibt's hier wahrscheinlich gar nicht, sowas. Nee. Es gibt sowas Schäbiges gar nicht. Was mache ich denn jetzt? Ach, hier gibt's auch. Nee. Ach so. Bücherregal, Geheimtüren, okay. Ja, nee, ich muss irgendwas nehmen, das irgendwie halbwegs okay aussieht anscheinend. Ich habe nichts, das so kacke ist. Ich nehme einfach die Tür nochmal. Nur in Braun oder so. Ist ja. Ja, komm, nehme einfach die. So. Ja. Okay, jetzt haben wir alle Türen und alle Wände. Sehr. Ist schon mal ein großer Fortschritt. Okay, jetzt muss ich das Innenleben natürlich noch gestalten. Oh, das dauert eine ganze Weile. Okay. Fenster. Machen wir erstmal die Fenster. Das ist noch das Einfachste, was glaube ich noch fehlt, so ein bisschen. So, Fenster. Was haben wir denn hier? Wir haben nur sowas wie. Okay, warte mal, wo ist es? Wir haben nur. Ne, sowas nicht. Ja. Wie groß ist denn das? Warte mal. Okay, das ist fucking gigantisch. Nee, so große Fenster habe ich nicht. Das ist ja auch kacke. Das gibt's gar nicht, das Fenster, was ich habe. Also nicht so richtig. Ja, doof. Ich meine, wir haben doppelt versiegelte Fenster. Ist halt nicht wirklich ein Viereck, ist bei uns eher ein Rechteck. Also schon von der Form her wie das, nur halt nicht so riesig. Also ist halt. Ich kann es halt nicht wirklich detailgetreu nachbauen, einfach. So richtig. Nee. Als Ersatz könnte ich maximal. Das hier machen. Aber das sieht halt überhaupt nicht so aus. Das sieht wenigstens ein bisschen so aus. Obwohl die Fenster sind schon echt groß. Wie sieht's bei dir aus? Okay, du bist. Okay, nee, das geht halt vom Boden zur Decke. Das kann ich nicht machen. Nee, das kann ich nicht machen.
Siehst du so aus? Das ist schon eher. Ja, ich nehme einfach das. Ohne. Also, es ist halt eigentlich nur eine Scheibe mit einem. Mit einem Griff rechts. Also nicht so ein Schiebeding. Aber ihr könnt euch das ja einfach denken. So, jetzt nehme ich erstmal mein Zimmer hier. Das ist. Hier. Ja, ist auch nicht so perfekt, aber ich würde eher sagen, eigentlich ist es hier. Aber ich mach's. Ah ja, ich kann es. Ah, hier kann ich die Sachen auf so halbe Kästchen machen. Ah. Ja, dann da. Das ist gut. Ja, so sitzt das, ja. Okay. Dann gibt's hier noch Fenster natürlich. Die sind so. Das sind zwei. Aber eigentlich auch dieselben, nur halt direkt gegenüber, also miteinander. Hier und hier. Dann gibt es hier noch ein Fenster. Sind das auch zwei? Warte mal. Ne, das ist nur eins. Das ist nur eins, okay. Aber das ist kleiner. Das ist nicht so groß, weil da schon die Tür ist. Ja, das ist nicht so groß, ja. Boah, da muss ich kurz wechseln zu dem. Das ist eher so, ja. Also, was heißt, also es sieht halt trotzdem nicht so aus, aber es ist halt nicht so ein riesiges Fenster, wie ich es hier habe und wie es im Schlafzimmer ist. Ja, gut, okay. Dann gehen wir weiter. Die Toilette hat auch ein Fenster, so ein kleines, das passt hier ganz gut. Wie kann ich denn jetzt, also, wie kann ich denn jetzt hier in die Höhe? Ich kann halt nicht in die Höhe hier. Was ist denn das? Ich will das ja nicht am Boden platzieren. Hä? Wie blende ich denn Wände überhaupt ein? Wände wechseln. Ah, ja, so talken wir doch. Okay. Warte mal. Nein. Hier rum ist das Ding. So, ja. Okay, jetzt nochmal. Ja? Zack. Obwohl, jetzt denkt man ja, das ist ja mega hoch. Aber es ist gar nicht so hoch. Ja, das ist schon. Ja, vielleicht ein bisschen niedriger, ne? Scheiße. Ja, eher so. Ach, Kacke. Immer dieses Rausgehen dann. Oh. Okay. Fenster. Kurz. Das Ding. Und jetzt nochmal. So. Naja, so. Naja, so. Nee, so hatte ich es ja gerade eben. Warte mal. Aber so ist doch auch zu niedrig. Nee, das ist schon da. Ja, doch. Die Räume sehen so niedrig aus, irgendwie. Aber es ist schon richtig. Okay, es sieht nur so aus. So, das Bad hat auch ein Fenster natürlich. Und zwar. Hier. Oder eher da? Ne, eher hier. Scheiße, ich bin dumm.
Muss mal genau überlegen, bevor ich hier was mache. Also nicht hier, sondern da. Das passt. Okay. Dann muss man auch sagen, hier ist halt ein Balkon. Heißt, naja, die Wand ist ja eigentlich nicht da. Also die Hälfte der Wand ist nicht da. Wie mache ich das denn? Kann ich irgendwie die Hälfte der Wand wegballern? Ich kann nur. Jetzt brauche ich halbe Wände. Aha, jetzt kommt das wieder zum Tragen hier. So, Wände und jetzt Halbwände. Ja, nee. Hier. Beinahe hohe Halbwand. Was heißt das? Nee, das ist schon zu groß. Fuck. Das ist zu klein. Alter. Okay, warte mal. Muss erst mal die richtige Höhe finden. Das ist schon zu hoch. Ja, das ist gut, das ist gut, ja. Okay, das da. Ich hab's mir gemerkt. Der hier. Warte mal, wenn ich jetzt. Ja doch, die Klinke von der Tür ist so hoch wie das Ding. Das ist aber ein bisschen zu hoch. Dann doch das hier. Ist ja genau dasselbe, hä? Warte mal. Das da? Ah! Das sieht schon besser aus. Das ist so gesehen der Balkon. Okay. Passt. Oh ja, das ist schon langsam nimmt das Form an hier. Der Außenanstrich, wir haben ein weißes Haus. Wie streiche ich das jetzt an? Kann ich das mal hier kurz machen? Wandmuster. Wir haben einfach ein langweiliges weißes Haus. Obwohl eher so grau. Farben, Trockenwand, Putz in Perfektion, vielleicht? Kurz schauen. Also außen jetzt. Er ist doch eher dann weiß. Nehmen wir das Geld natürlich wieder, die 8 Dollar. 8 Sim-Dollar. Okay, vielleicht eher. Ja. Eher in weiß dann. Wir haben so ein richtig hässliches. Dieses komische Bumpy-Weiß, wenn ihr das kennt. Dieses mit Nubbeln überall. Wir sind schon fast 2 Stunden dabei. Was? Die Zeit verfliegt hier unfassbar. Okay, wir nehmen das hier nochmal ab in weiß. Gibt's das? Nee. Kacke. Das haben wir ja schon. Oh boy, hier gibt's kein Weiß. Purer Ausdruck. Was ist das? Ich glaube, dieses Hässliche, was wir haben, gibt es gar nicht. Deshalb nehme ich jetzt einfach mal das hier. Es sieht halt aber auch nicht weiß aus. Nochmal kurz. Oh Junge, ey. Der Löwe. Putz in Perfektion nochmal kurz gegenüberstellen.
Ja, ich. Oh, warte mal. Es sieht ja komplett scheiße aus. Ist ja ekelhaft. Okay, das ist das. Ja, gut. Gut, dann nehme ich halt das. Eigentlich schwarz. Weiß. Ja, nimm einfach das. Ist auch egal. Ist okay. Erstmal überall außen. Kann ich das auch irgendwie ziehen? Ja. 0 kostet das? Ne, doch, kostet was. Okay. Ah ja. Haben wir mal diese hässliche, komische, metallene Scheiße da weg. So, jetzt noch hier. So, Außenwand ist gerettet. So. Alles klar. Eigentlich sehen alle Wände so aus. Alle Wände sind gleich. Innen sowie außen, alles weiß. Ja. Eigentlich kann ich alles so machen. Okay. Kann ich das einfach. Oh, jetzt muss ich das. Ja, gut, ich kenne die Steuerung nicht. Vielleicht muss ich das gar nicht so umständlich machen. Aber. Ich habe das Gefühl, ich kriege es nicht anders hin gerade. So, alles mal einfärben hier. Dann haben wir Wände, Böden, Fenster und Türen. Nicht schlecht. Hat ja nur ewig gedauert. Dann auch mein Sim, der eigentlich gar nicht so aussieht wie ich. Also nicht wirklich. Wie gesagt, die Fenster müsst ihr euch denken mit dem Griff und so. Also nicht, die sehen halt nicht so aus, wie sie aussehen. Hier. Okay, gleich haben wir es. Ja, nur noch Bad und. Ah, ne. Genau. Ich mache einfach überall. So. Denselben Schmarrn. So. Wir haben alles, glaube ich. Ah ne. Die zwei noch. Okay. Okay, wir haben die Farbe angebracht. Boah. Was kommt jetzt? Also ich überlege gerade, was machen wir jetzt? Warte mal, mir fällt gerade was richtig Dummes auf. Warte mal. Ja doch, ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe einen Fehler gemacht in der Küche. Und zwar ist die Tür nie im Leben so weit zurück wie die Tür. Ist eigentlich auf derselben Höhe. Also auf genau der gleichen Höhe. Heißt, deshalb kommt mir der scheiß Balkon auch so lang vor. Eigentlich ist die ist hier gar keine Wand, sondern erst hier. Ja. Da ist nichts, Alter. Ich muss das. Ist Gott sei Dank nur ein kleiner Fehler. Gott sei Dank.
Besser als wenn ich das jetzt hier alles nach oben schieben müsste. Nee, nee, ich muss das hier nur zurückschieben. Kein Problem. Ich krieg das hin. Das muss weg. Das muss alles weg. So, das war's im Grunde schon. Ah ja, jetzt wo ich's sehe. Kurz. Hier noch. Okay, jetzt habe ich echt alle. Muss ich gleich nochmal machen, aber. So, dann kurz. Bodenmuster. Fliese. Oh Gott, was hatte ich denn da? Was hatte ich denn? Hatte ich das? Ja, Gott sei Dank. So. Und jetzt. Jetzt nochmal den Hammer und dann. Nein, das war zu, eins zu viel. Upsi. Nochmal. Eine einfache Wand bitte. So. Ja. Und dann die Tür. Nochmal die Glastür, die hatte ich genommen. Ich weiß nicht mehr, welche Farbe. Ich glaube, die hier. Ach ja, da muss eine Wand sein. Oh. Okay. Wieder dicht hier alles. So schnell die Tür für Licht. Oder mache ich das hier an die Seite? Nee, schon in der Mitte. So, jetzt nochmal kurz die Farbe, Wandmuster. Ganz schnell. So, jetzt habe ich es gemacht. Ja, jetzt ist es richtig. Ja. So. Nochmal der ganze Käse. Nochmal hier außen. So, jetzt habe ich es wirklich geschafft. Okay. Jetzt habe ich alle Fenster, Türen, Wände, Balkon. Gut, hier habe ich keinen Platz mehr für den Balkon. Das ist ja einfach so ein kleines Ding, wo man sich hinsetzt. Kann ich leider nicht mehr machen. Oder kann ich den Platz nutzen? Wenn ja, dann wird es passen. Machen wir gegen Ende. Vielleicht geht es auch gar nicht. Obwohl ich probiere es mal ganz schnell. Ist ja nur so ein kleines Ding. So, jetzt mal so Halbwände wieder. Und dann. Das hatte ich, glaube ich, ne? Boah, wie mache ich das denn jetzt? Geht das am Fenster vorbei? Boah, das weiß ich nicht mehr. Oder hält das vor dem Fenster an? Ich glaube, das hält vor dem Fenster an. Ne, ich kann hier. Kann ich das nicht mehr weiter bauen hier in die Richtung, oder? Ne. Geht nicht, egal. Hier ist halt ein Balkon. Wie der nur kleiner im Grunde. Und auch ohne extra Zimmer, sondern nur zum Hinsetzen. Okay, aber das ist schon mal ganz gut. Hier ist anscheinend irgendein Gebäude vorgeplant. Okay. Hier ist halt bei mir so eine Art Gartenstück. So länglich. Das ist halt zwischen unserem Gebäude und dem gegenüberstehenden Gebäude. Ist halt genau dasselbe. Bauartmäßig und so. Okay.
Also wir sind jetzt auch nicht in einem sehr großen Mehrfamilienhaus. Also es gibt ja deutlich größere. Wir sind in einem mit 6 Familien. Wir sind halt im ersten Stock. Ist ganz gut. Weil würden wir im Erdgeschoss wohnen, würde ich mir, glaube ich, da dauerhaft Gedanken machen, dass irgendjemand einfach durchs Fenster bei mir einsteigen könnte und einbricht. Oder einbricht, meine ich. Weil ich habe mein Fenster nachts immer offen. Immer. Also auch wenn es Winter ist, so wie jetzt, habe ich es gekippt und dann so ein Mini-Spalt offen, wenn es wirklich kalt ist. Einfach weil ich frische Luft brauche, so. Sonst wird es mir halt im Zimmer einfach zu warm im Bett. Es wird mir einfach zu warm. Ich komme nicht damit klar. Ich brauche irgendwie Luft, ich brauche Kühle. Ein bisschen, die das ausschleicht. Im Sommer ist es halt komplett offen, das Ding. Und wenn ich im Erdgeschoss wohnen würde, würde ich mir denken, okay, es könnte jederzeit einer hier reinsteigen, einfach durch diesen Garten, nachts. Gut, dass ich im ersten Stock wohne, das finde ich echt gut. Ich würde niemals im Erdgeschoss wohnen wollen, das ist für mich echt schlimm. Oh, Leute. Wir haben schon mal was Gutes geschafft. Wie mache ich das nochmal so? Ach ja, warte mal. Jetzt ist ja das hier. Wait, jetzt ist ja das hier wieder so komisch. Ich muss den Boden hier nochmal machen. Boden. Was haben wir gesagt? Das war. Holz haben wir gesagt, ne? Und dann das hier. Wie in dem anderen Zimmer da hinten. Es sieht eigentlich nicht so aus, wenn ich ehrlich bin. Sieht eigentlich anders aus. Warte mal. Das ist eher. Ja, eher so wie wir das haben, nur halt irgendwie nicht so. Ist ein bisschen komisch vom. Also ein anderes Laufgefühl hat man da. Aber ich einfach mal, ich mach das einfach mal. Genau dasselbe. So. Aber andersrum. Drehen. Ah ja, ich Idiot, hab gar nicht drauf geachtet, wie rum die Muster sind, ne? Scheiße. Ah, das passt zufällig. Ah ja, gut. Andersrum wär's falsch. Alles klar. Oder das im Gang? Ich weiß grad gar nicht. Ah ne, da haben wir einen Teppich. Stimmt, da haben wir einen. Im Gang. True. Okay. Ich würde es gerne noch die Toilette machen, schnell, weil die klein ist. Ob hier. Oh Gott, Objekte nach Zimmer. So, eine Toilette. Was ist das denn für eine Scheiße? Der Botschafter. Die sieht halt so massiv breit aus. What the fuck? Ich würde sagen, wir haben John. Weil der sieht einfach zu breit aus, dem traue ich nicht. John in weiß. Kommt direkt unter das Fenster. So, dann noch eine. Hier so ein Waschbecken. Ja, das hier. Gut, ohne diesen Stand. Es ist eher so in der Wand mit dem Rohr und so. Also das Rohr sieht man, aber. Ja. Ey, Alex. Ja, ich versuche halt meine Wohnung nachzubauen hier, wo ich. Also mit meinen Eltern, wo ich wohne. Ist nicht ganz das hier, aber. Ja gut, dann nehme ich einfach das. Ja. Kann ich das überhaupt machen? Warte mal. Drehen. Nee. Boah, ist das schlimm, die Kamera. Weil das Raum, weil der Raum so eng ist, die kam nicht klar. Okay. Ich kann das aber nicht an der Wand anbringen, einfach. Warum gibt's das dann? Warte mal. Hä? Ach so, auf was drauf kann ich das machen. Ja, okay, dann muss ich das hier nehmen.
Das hier muss ich nehmen. Das ist halt echt unverhältnismäßig. Es wäre halt dann so. Aber es ist halt viel kleiner. Kann ich Sachen kleiner machen? Es wäre dann so. Aber es ist halt unfassbar. Es ist halt einfach wirklich nur dieses Mini-Becken. Nicht so ein riesiges Ding, Alter. Ist das hässlich. Ja, fuck. Okay, ich hab ein Problem. Ich baue jetzt einfach das Ding hier rein, ist mir auch egal. Aber es ist halt deutlich kleiner und nicht so, ne, pompös. Kann ich das verkleinern, dieses Objekt? Geht das? Man kann auch irgendwie Sachen vergrößern. Warte mal. Und verkleinern. Grundstück und Haus verschieben. Nee. Design Tool? Ach so, Farbe. Ja, nee. Okay. Ich kann es nicht ändern. Gut. Also ihr wisst Bescheid. Das ist eigentlich was an. Das ist eigentlich nicht so groß. Gut, die Toilette. Wäre damit schon eigentlich fertig, obwohl, nee, nicht ganz. Aber ich weiß nicht, ob das überhaupt in den Raum passt. Gibt's das hier überhaupt? nee, gibt's gar nicht. Halt Klobürste noch und so ein Toilettenpapierständer haben wir noch da drin stehen. Und eigentlich noch so eine kleine Fensterbank, wo Duftsprays und so stehen. Das kann ich aber ja alles nicht einbauen. Ah ja, natürlich. Das Handtuch, ja. Ah ja, guck mal, Toilettenpapierhalter. Natürlich kommt das hier noch rein. Das ist nämlich. Oh, Scheiße. Oh, jetzt muss ich durch das Fenster operieren hier. Warte mal. Boah, ist das schwierig. Kann ich nicht einfach eine Wand ausblenden? Oh, ey. Leute. So, das passt schon. Ja, ein bisschen hoch, aber. Ach, jetzt. Yeah. Ja, so besser. Ja, okay. Ah ja, ich habe hier echt noch Platz. Okay, das muss echt ein bisschen runter, ey. So. Ich kann es doch verschieben noch, okay. Erstmal übers Waschbecken klettern, um aufs Klo zu gehen. Ich weiß gar nicht, was du hast. Das ist. Kannst du auch drunter kriechen oder dich vorbeiquetschen. Ich weiß nicht, wie man Sachen größer und kleiner macht. Ich habe keine Ahnung gerade. Jetzt brauche ich hier noch so eine Art kleine Mini-Fensterbank, wenn das geht. Geht das? Also hier nicht, aber. Kann ich das machen? Halbwandleisten. Was heißt das? Was ist das? Ist das das, was ich gerade suche? Weiß nicht, was ich getan habe. Ich mach's einfach rückgängig. So. Okay, irgendwie. Kann ich Fensterbänke überhaupt machen? Fenster? Nee, Fenster nicht. Ja. Nee. Warte mal. Was ist eine Wandleiste? Was ist das?
dachte, das wäre eine Fensterbank. Plattform leisten. What is this? Ich krieg ja auch nichts angezeigt, was es sein soll. Ach egal. Ich muss jetzt auch nicht jedes Detail hier machen. Aber gut, immerhin haben wir Toilettenpapier. Gut, die Toilette ist fertig. Oh Junge, jetzt kommt das Badezimmer. Ui, okay. Badewanne, ja. So, ja, das ist schon ganz gut. Ja, doch, das. Okay, komm mal her hier. Eigentlich auch nicht perfekt, aber okay. Alter Schwede, ist die klein. Die muss viel größer sein eigentlich. Holy shit. Oder die Verhältnisse sind nicht so perfekt. Warte mal. So rum. Nee. Ist auch so komisch, ne? Der Griff ist halt eigentlich an der Wand, so, also an der Seite zur Wand. Also die Seite der Wand und nicht dahin. Aber okay. Das grenzt an die Wand an, also stelle ich das hier hin. So, jetzt haben wir halt noch einen Duschkopf da dran. Der hängt halt über der Wanne. Wir haben halt keine Dusche, sondern nur eine Badewanne, in die man sich reinstellt und dann halt duscht. Das kann ich wahrscheinlich nicht replizieren. Nee. War mir klar. Bisschen eigen hier alles bei uns. Aber die Wanne muss doch größer sein. Ey, Leute. Die Wanne ist. Eigentlich ist die Badewanne der halbe Raum von der Länge her. Was soll ich denn jetzt machen? Der Raum ist einfach viel zu groß, den ich gemacht habe. Oh, hier ist noch. Oh. Ja, der. Hier. Das ist zu groß, was ich hier gemacht habe. Das Badezimmer. Ja, das ist zu groß. Das ist zu groß, aber der Rest passt eigentlich ziemlich gut. Gut, eigentlich. Das habe ich auch nicht richtig. Das ist ja eigentlich eher in die Länge und nicht in die Breite. Obwohl das. Doch, das ist okay. Die Küche ist halt gigantisch. Hier. Warte mal. Das passt eigentlich aber auch. Das Einzige, was mich jetzt stört von den Maßen her, ist tatsächlich das Badezimmer. Das passt halt irgendwie doch nicht, obwohl der Rest passt. Das fuckt mich ein bisschen ab. Der Rest ist halt okay, aber. Na gut, der Gang ist auch ein bisschen kürzer. Okay. Ich muss das jetzt sinnbildlich hier machen. Wir setzen da jetzt zwei Badewannen hin. Und das ist eigentlich nur eine. So. Das ist eigentlich nur eine Badewanne. Aber die ist eigentlich so lang wie die beiden. Im Verhältnis zum Raum. Ich habe den Raum jetzt ein bisschen verkackt, so von den Maßen her, aber ich will das jetzt nicht wieder ändern müssen. Weil der Rest halt gut passt. Ich kann halt maximal die Toilette noch eins breiter machen. Aber das wäre halt gelogen, weil die halt fucking klein ist. Das ist halt schon richtig so. Also müssen wir jetzt einfach uns das so denken,
Das Badezimmer ist eigentlich kleiner. Ich setze das jetzt gerade in Relation dazu. So, das passt schon eher, so wie das aussieht. So, jetzt habe ich hier noch die Wand vergessen zu bestreichen. Ich werde, glaube ich, nie wieder Sims spielen danach. Es ist viel zu viel Arbeit. Vielleicht spiele ich doch privat einfach mit dem hier. Macht auch keine WG mit 20 Leuten, das ist, oder 10. Das ist viel zu viel Arbeit, ey. Holy shit. Habe ich meinen Plan wieder gut verworfen, erstmal. So, jetzt habe ich alles angestrichen. Ja. Jetzt aber wirklich, wirklich. Nee, doch nicht. Hier. Warum ist das denn alles nicht fucking angestrichen? Jetzt. Jetzt habe ich alles. Okay. Ja. Okay, das macht gar keinen Sinn. Ja, okay. Die Frage ist, mache ich jetzt wirklich voll durch und mache alles? Nee, ich glaube nicht, das wäre zu viel Arbeit. Oder zu langer Stream? Ich weiß nicht. Ich mache jetzt einfach. So, jetzt brauche ich hier so einen Badezimmerschrank. Ich habe noch Bock. Also, ich mache gern weiter. Nee. Gibt es hier keinen Badezimmerschrank, Alter? Wieso gibt es das hier nicht? Mein Gott. Hier gibt es nur fucking Theke. Okay, Spiegel. Eigentlich ist das Spiegel am Schrank. Der hängt halt über dem Waschbecken. Okay, pass auf, Waschbecken. Erste Tagesordnung. Hier haben wir jetzt ein Waschbecken. So, das kommt jetzt wirklich so hin. Das ist auch wirklich so breit und so dick und was auch immer. So. Das ist hier. Aber halt drumrum ist halt so. So shit halt. Aber das gibt's hier nicht, oder ich weiß nicht, wo das ist. Was ist das? Brauche ich nicht. Nein. Spiegel. Ja, ich kann halt keinen. Gibt's irgendwo. Oh, vielleicht. Ah, ich nehme einfach hier einen Schrank. Oh, ich bin so smart. Sieht aber nicht so aus. Es hat drei Fächer. Fuck. Theken? Nee. Gibt's noch andere Sachen vielleicht? Kommode? Nee, Kommode nicht. Nee, 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 nee. Hier ist gar nichts. Bar habe ich eh nicht. Beistelltische? Nee. Okay, wir arbeiten jetzt mit einer Theke. Nee. Nee, was wollte ich machen? Ach nee, ein Schrank, genau. Ich nehme jetzt einfach einen, der halbwegs passt. Und zwar den hier. So. Mach einfach so. Kann ich irgendwie die Kamera drehen? Also. Ja, doch, das ist halbwegs okay. Denken wir uns das einfach, als hätte das drei Fächer. Und da dran wäre noch ein Spiegel. An diesen Türen an sich. Man zieht die eher auf. Also, man hat keinen Griff. Ist wie eine Kuhle, so ein bisschen. Ach, lol. Das habe ich gar nicht gesehen. Vor 9 Minuten hat WearTag, sorry, falls ich das falsch ausgesprochen habe, gefollowed. Danke dafür, Alter. Habe ich gar nicht gesehen, weil ich höre das ja nur am PC. Ich musste ja immer auf den Chat achten. Das habe ich jetzt übersehen. Aber ja, danke. Danke für dein Follow. Es hat doch was Gutes, dass ich Sims spiele. Okay. Boah, ist das eine Scheißarbeit. Kann ich. Ich kann wahrscheinlich nicht an einen Schrank noch ein Fenster, so einen Spiegel machen, oder? Ja, sowas wäre jetzt perfekt. Nur halt am Schrank dran, an der Tür. Das geht halt nicht. Boah, okay, nee, das ist riesig. Ich meine, das ist schon sehr klein. Sehr, sehr klein. Badezimmerspiegel, ja.
Das halt da dran. Ja, es ist Kacke. Okay, wir machen das jetzt mal so. Wir denken uns jetzt einfach, das ist symbolisch. Eigentlich ist das an der Schranktür und ich habe drei Schranktüren. Also drei, so ein Dreifachding. Das geht halt hier nicht. Okay. Denken wir uns das einfach mal. Und eigentlich habe ich um das Waschbecken noch so Holzbretter. Da liegen halt Zahnpasten, Zahnbürsten mit Bechern neben dem Waschbecken. Und dann nochmal neben dem Schrank, also unterm Schrank. Das sind zwei Ebenen. So Waschbeckenebene, dann nochmal unter dem Schrank die Ebene. Das gehört, glaube ich, zum Schrank dazu. Allerlei Hautcreme und so ein Shit. Halt sowas. Aber das gibt's hier nicht. Das ist. Ja, das wäre ein bisschen zu krass, aber. Okay, ja, hier noch. Ganz klar. Ja, gut. Kann ich das da hinstellen? Auf das Waschbecken? Nee. Gibt es denn solche verfickten Bretter, die ich an die Wand, mitten in die Wand heften kann? Gibt's das in diesem Spiel? Ich brauch das. Okay, erstmal. Wir haben Wäschekorb. Der ist neben dem Waschbecken. So hier. Circa. Ja, Pi mal Daumen. Und dann haben wir halt noch Handtuchhalter. So. Einmal hier. Ah ne, warte. Ja gut, das kann ich glaube ich nicht aufeinander stacken. Das ist eigentlich eine Heizung. Ich mache das jetzt einfach mal so. Und dann nochmal einen an der Tür selber. Das geht dann wahrscheinlich auch nicht. Nee. So, das ist eigentlich an der Tür. Denkt euch das so. Oder geht das so? Nee. Okay, das ist eigentlich an der Tür und das ist auf in einer Heizung drauf. Wo gibt es eine Heizung hier? Gibt es überhaupt Heizungen? Ich sehe nichts in der Richtung. Kamine ist ja nicht eine Heizung. Nee. Okay, Heizung gibt's nicht. Da ist eigentlich eine Heizung. Okay. Boah, ach ja, ich wollte jetzt eigentlich. Was ist das? Objekte nach Funktion? Ach so, nee. Warte mal. Oh! Wandskulpturen! Nee, doch nicht. Ich dachte, ich hab's. Scheiße, Mann. Ich dachte, ich hab's. Okay, dann nicht. Wände. Eigentlich ist das ja ein Teil der Wand, oder nicht? Gestaltete Zimmer? Ach so, nee. Dächer. Dachmuster? Wieso habe ich hier keinen Sims-Experten, der mir zuguckt? Wo ist Mischi wieder hin? Ich brauche Hilfe. Kaum vorhandene Halbwand. Ja, ich kann das aber nicht an der Wand platzieren. Das fällt alles weg. Okay. Okay, das Badezimmer ist jetzt im Grunde fertig. Ist ein bisschen underwhelming, muss ich sagen. Da ist halt eigentlich noch hier so was, wo man Zeug draufstellt und so. Und Zahnbürsten. Kann ich halt alles nicht platzieren, so wie es sein sollte. Das auch nicht. Ich musste schon sogar zwei Badewannen hinstellen, weil es eigentlich darum eigentlich kleiner ist. Und hier wäre auch nochmal so eine Leiste. So eine Holzleiste unterm Fenster mit Shampoos und Duschgel und so ein Scheiß. Ganz viel. Ja. Das wäre da eigentlich auch noch. Okay, Badezimmer ist im Grunde fertig. Leider unbefriedigend, wie mein Charakter, aber. Okay. Rumpelkammer, ganz ehrlich, da steht so viel Shit rum, ich weiß gar nicht, was da drin ist. Da ist ein Haufen Putzmittel auch drin und ein Besen und so. Das lassen wir einfach mal. Außer ganz, ganz am Ende, vielleicht wenn ich noch einen Besen finde oder so.
Der Gang ist schnell gemacht, obwohl, nee, eigentlich nicht. Okay, ich brauche einen Kleiderständer. So einen Jackenständer. Nee. Ich frage, es gibt sowas überhaupt? Spiegel? Kommode? Es gibt keinen Kleiderständer, also fällt das auch raus? Ja, glaube ich. Ja, nee, gibt's nicht. Ich sehe halt nichts in der Art. Was für mich heißt, oder gibt's sowas wie Wanddeko als Dings? Gut, Wandskulpturen ist ja was anderes. Wandmuster ja auch. Zäune, Tore? Ich bin nicht auf dem fucking Bauernhof. Okay, das brauche ich alles nicht. Gott sei Dank. Gut, das können wir auch nicht machen. Eine steht hier in der Ecke. Ein Jackenständer. Benutze ich nicht, aber okay. Meine Eltern. Und halt für Gäste. Und so, hier kann ich aber was hinstellen. Da steht noch ein. So ein Schuhschrank. Warte mal. So, jetzt wieder hier rein. Schränke, bitte. Ja, im Grunde. Aber eigentlich keine Küchenschrank. Das ist eigentlich eher was anderes. Okay, ja. Oh ja, das hier. Ja gut, ungefähr. Warte mal. Das sieht eher aus wie eine Mischung aus dem und dem. Also, es ist von der Form her so wie das, nur vielleicht ein bisschen länglicher. Und halt als Holz. Mit so Knaufen dran. Wo man dran zieht. Gibt es sowas? Ist die Frage. Kommoden. Ah ja, Kommoden. Ich bin mega smart. Ja, sowas zum Beispiel. Okay. Ja, nehme ich das. Es gibt halt nicht so viel, was ich sonst nehmen könnte. Ja, ich nehme einfach das hier. Das ist noch am ehesten das circa. Kinderkommode, ey. Aber ich kann das nicht mal in Holzfarben ändern. Dann so? Wie groß ist denn das? Ach du Scheiße! Nee, das ist zu groß. Alter, nee, das kann ich nicht nehmen. Okay, ich muss doch bei. Vielleicht doch das hier? Wie groß bist du? Nehme ich einfach das, oder? Ja. Was habe ich gemacht? Dreieck? Nein, mehrere. Nein! Nein! Jetzt muss ich das wieder löschen und dann erst. Oh Gott! Okay, nochmal. Beistelltisch, ja. Nochmal kurz Theke. Nee, Theke ist einfach nicht das, was ich will. Nee. Beistelltisch. Ja, ich nehme einfach das, komm. Egal. Im übertragenen Sinn ist es ja richtig. So. Hier ist halt. Ist halt eigentlich aus Holz, wie gesagt, ein bisschen breiter und mit Knaufen. Da sind Schuhe drin. Das steht halt mitten im Gang. Also an der Seite halt. So, ja. Ist noch ein Teppich und dann ist der Gang eigentlich fertig. Gut, Lampen habe ich vergessen, ne? Ah, die kommen am Ende. Egal. Teppich. Wo gibt's Teppiche? Teppich. Okay, jetzt sag mal. Ach du Scheiße, was ist das denn? Ich brauche einen ganz schlichten. Also eigentlich sowas. Ja, sowas. Nur halt nicht so in der Form. Also schon in der Form, aber nicht mit dem Aussehen. Ja, man kriegt jetzt, glaube ich, nicht. Ja.
Ach, nee, also. Nimm ich den einfach. Der kostet halt wenig. Ich nehme einfach den. In Dunkel. Das? Ja, komm, das hier. Ist okay. So. Warte mal, steht das Ding drauf? Nee, eigentlich nicht. Ich mache einfach so. Ja, okay, jetzt ist wieder die Sache. Der Gang ist eigentlich kürzer. Also mache ich zwei einfach hin. Ich mache. Oh. Ich mache den einfach zweimal. Übertragenen Sinn, wie das Badezimmer. Ich habe ein bisschen die Maße vom Badezimmer und vom Gang nicht so richtig beachtet, aber der Rest sollte eigentlich passen. Okay, damit ist der Gang fertig. Wie bringe ich überhaupt eine Lampe an? Ist ja eine Decke. Ich sehe die Decke ja gar nicht. Soll ich das überhaupt machen? Boah, jetzt fehlen noch die großen Zimmer, ne? So Schlafzimmer, mein Zimmer, Wohnzimmer und Küche. Oh Gott, Küche muss ja übel viel hin. Oh Gott, okay, Schlafzimmer. Schlafzimmer. Das Ding können wir auch mal verschieben, eigentlich zur Tür. Eigentlich haben wir auf sowas nicht. Also nicht in der Form. So eher rechts davon. Ja. Okay. Können wir mal ein bisschen heller? Danke. Nachmittag ist viel besser. So, jetzt kommt's. So, Bett. Jetzt wird's interessant. Ein richtig dickes Bett. Bald kein Geld mehr. Wir müssen irgendwie jetzt den Geldsheet mal hinkriegen, langsam. Man hat schon so ein altmodisches, hässliches Bett, so ein bisschen. Boah, alles so ein bisschen modern hier. Es passt halt alles nicht ins Schlafzimmer meiner Eltern. Holy shit. Ich würde das sagen, vielleicht. Ja, da steht es ja im modernen Design. Es gibt kein beschissen aussehendes Bett, das doppelt ist. So, also, keine. Ja, gut, ich muss das nehmen. Das ist das Einzige, was einigermaßen irgendwie passt. Okay. Ach so. Oh Gott. Oh lol, das ist ja geil. Da haben die Kisten so Smileys oder was? Das ist ja cool. Boah, ist das schwer. Auf jeden Fall nicht so. Ich nehme einfach das. So. So, das ist dann. Das Bett ist eigentlich auch ein bisschen größer. Ja gut, ah ja, stimmt. Man muss ja beachten, ich habe ja etwas größere Grundstücksfläche und ich habe natürlich auch mehr Fläche genutzt, als wir eigentlich haben. Deshalb ist die Relation ein bisschen wack. Aber ja, das passt schon. Dann machen wir hier das Bett hin. Ist auch schon so ein schönes Beistelltischchen hier. Aber auch eigentlich ein richtig hässliches hat die. Also meine Mutter hat. Okay, beide haben eins, aber es ist beides dasselbe. Es ist ja auch nicht dabei. Nicht mal annähernd. Eigentlich so rund. Dann nehme ich einfach. Nee. Was nehme ich denn? Einfach das da? Don't know. Am besten passt das, obwohl das, ja doch, komm.
Das sind schwarz. So, auf jeder Seite dann. Zack. Und zack. So. Eigentlich wäre der Raum jetzt schon ein bisschen voller. Aber okay. So, jetzt wird es ein bisschen tricky. Ich glaube, das kann ich eh nicht eins zu eins umsetzen. Kommoden. Ne, ich brauche eigentlich jetzt. Ich brauche eigentlich jetzt. So Kleiderschränke. Gibt's das hier überhaupt? Die haben ja Kleiderschränke, die fucking Sachen halt hängen so. Also, hier gibt's das halt gar nicht. Hier gibt's Bücherregale? Ja. Es gibt keine Kleiderschränke. Für Jacken und so ein Shit. Was? Ja, vielleicht ein DLC. Gut, da muss ich halt. Muss ich einfach Kommoden hinstellen, ne? Ganz easy. Ein Haufen Kommoden. Sie muss ja sinnbildlich. Ah ne, warte mal. Ja. Ich muss eigentlich das hier nehmen dann. Das ist ein, der einzige Kleiderschrank, den die hier haben anscheinend. Boah. Das sieht aus wie ein Kühlschrank ein bisschen. Warte mal. Ist auch eher weiß, ne? So. Ich würde sagen, so. Halt zwei auch, ne? Ja, doch, sind zwei für jeden einen. Also so. Und so. So. Okay. Jetzt ist eigentlich auch auf diesen Türen, wie im Bad, ein fucking riesiger Spiegel. Die komplette Tür ist ein Spiegel eigentlich. Das kann ich ja auch nicht reproduzieren. Jetzt kann ich hier aber einen riesigen Spiegel hinstellen, immerhin. So, zum Symbolismus dazu. Ja, dann das, oder? Nee, bisschen klein. Soll ja auf die Tür eigentlich passen. Naja. Ach man, das ist alles sinnbildlich hier, muss man sich das vorstellen. Das ist eher. Ist das vielleicht dann eher das da? Ganzkörper, ja doch. Ist halt echt fucking groß. Ja. Das ist genauso groß. Und kostet mehr. Wow, was geht denn jetzt? Oh Gott, ich habe irgendwas gemacht. Irgendwie ist mein Ding super schnell. Warum? Warum tust du mir das an? Hä, was habe ich denn jetzt gemacht? Warum ist das so schnell? Ja, aber überall. Hä? Hallo? Du nimmst einfach den. Setz den halt. Boah, Alter. Setz den halt symbolisch wieder daneben. Und jetzt haben wir noch mal so zwei komische Kleiderdinger. So komische. Boah, die kann man so aufsippen. Stehen halt jeweils an den Wänden neben den Schränken. Also links und rechts an der Wand jetzt von euch aus. Jeweils einer. Kann ich aber nicht nachproduzieren. Also würde ich sagen, das war das Schlafzimmer. Ja, lasse ich jetzt mal so. Okay. Aber wenn das jetzt so bleibt, erstmal, dann muss ich jetzt. Kann ich speichern eigentlich? Ja. Ich kann halt so nicht weiterspielen mit diesem komischen schnellen Zeug.
Warum ist das denn jetzt so? Ich gehe mal zum Hauptmenü. Oh Gott, Hilfe, ich komme gar nicht hin. Ich komme gar nicht hin. Ich will zum Hauptmenü. Scheiße. Ey, ich versuch's mit dem Stick so ganz leicht. Ne, okay. Scheiße, ich krieg's nicht hin. Ich würde sagen, wir machen einfach morgen dann weiter. Morgen war Jurassic World angedacht. Ich würde sagen, wir machen morgen das hier fertig. Und dann kommt's drauf an, wie lange wir schon dabei sind. Dann mache ich vielleicht noch ein bisschen, eine Stunde oder so Jurassic World danach. Dann, ja. Boah, fast 3 Stunden, ey. Krass. Ja, dann danke fürs Zuschauen, fürs Kommentieren und für den Follow. Danke an WeirdTag nochmal. Kannst gerne nochmal vorbeigucken oder die anderen Sachen angucken. Und wenn, dann bitte auf YouTube, weil da sind die VODs auch. Und das bringt mir ein bisschen mehr als auf Twitch, dass du dir die da anguckst. Und ja, dann bis morgen wieder bei Sims und Jurassic World. Denke ich mal. Ich krieg, glaube ich, einen Mix hin morgen. Dauert nicht mehr allzu lange hier. Mit den Möbeln. Ja, vielleicht eine halbe Stunde. Keine Ahnung. Ja, das war's dann für heute. Ich kümmere mich jetzt nochmal um das Rendern. Das war ein bisschen. Ich weiß nicht genau, was der Audio-Output von mir will, aber gut. Ja, dann noch einen schönen Samstag, Nachmittag und Abend und Nacht. Lasst es krachen, Leute. Aber ihr wisst schon, haltet euch an die Regeln und so. Ihr wisst Bescheid. Ja, dann bis zum nächsten Mal bei Sims. Oder bei irgendeinem VOD. Macht's gut. Bye bye.